Die meisten von euch kennen mich schon. Ich bin Irina Hagen. Ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin von Menschwert Consulting. Wir sind eine Beratung für Organisationsentwicklung und da Schwerpunkt Zusammenarbeit und das hauptsächlich für innovative Tech-Firmen, die einfach auch dieses Thema Zusammenarbeit, Agilität, die richtigen Kompetenzen am richtigen Platz in der richtigen Zusammenstellung auch ganz stark in den Vordergrund heben. Und da für mich das Thema Zusammenarbeit so wichtig ist, weiß ich, wie wichtig auch Lernen ist. Zusammenarbeit auf die lange Bahn kann sozusagen eigentlich in meinen Augen gar nicht stattfinden, wenn nicht jeder immer lernt. Und jede Situation ist für uns immer neu oder sollte als neu betrachtet werden. Man kann sozusagen nicht zweimal in den gleichen Fluss steigen und in dem Moment, wo man annimmt, ah ja, kenne ich schon, weiß ich schon alles, funktioniert dann auch meistens die Zusammenarbeit insofern nicht mehr, dass man dann eigentlich auch noch immer auf die neuen Ideen kommt und sich selbst auch immer wieder verbessert und neue Perspektiven entwickelt. Und deswegen freue ich mich ganz, ganz arg, dass der Gerhard heute bei uns ist und selbst von sich erzählt, wie er zu dem Thema gekommen ist und uns natürlich ganz, ganz viel über das lebenslange Lernen erzählt. So, Gerhard, are you ready? Ja. Kleine Warnung, ich werde jetzt hier heute alle mit Du ansprechen, egal aus welchem Kontext ihr vielleicht kommt. Und ich denke, das macht Irina auch nicht anders, einfach weil es irgendwie die Distanz ein bisschen nimmt. Und ich finde es auch viel schöner, wenn ihr mich dann eventuell unterbrecht und einfach Fragen stellt, dass man einfach dann direkt offener und nicht immer das mit dem Sie, das ist im Deutschen so umständlich. War auch in meiner Firma bisher nie üblich und dementsprechend, ich hoffe, das ist für euch okay, wenn wir das heute so machen. Ja, das sind Sie schon von mir gewöhnt. Gnadenloses. Okay. Ja, dann würde ich tatsächlich mal anfangen, meine Folien zu teilen. Mal sehen, ob das funktioniert. Schwuppdiwupp. Seht ihr was? Perfekt. Ja. Perfekt. Gut, wunderschön. Ja, herzlich willkommen zum Vortrag Lebenslanges Lernen, Feedbackschleifen in der Praxis, hier im Meetup Collaboration New Work High Performance Culture. Und ja, ich möchte so ein bisschen erzählen, wie ich dazu gekommen bin und warum mir das Thema so wahnsinnig wichtig ist. Und zwar, also das eine Thema, was ihr ja auch gerade in der Presse wirklich hört und was wirklich für uns alle existenziell ist, ist Klimanotstand. Einfach da, es sind viele Gründe, die dazu beitragen, warum wir alle ganz viel lernen müssen und vielleicht mehr als in der Vergangenheit. Das eine ist Klimanotstand. Es ist ganz klar, dass wir alle unser Verhalten ganz massiv werden anpassen müssen. Entweder, weil wir es noch rechtzeitig hinkriegen, die Auswirkungen zu begrenzen oder dann halt mit den Folgen leben zu lernen. Generell, das alles, was in der Welt passiert, Richtung Nachhaltigkeit, Ernährung, Frieden, das hängt ganz stark miteinander zusammen. Aber auch hier lokaler, wenn wir ein bisschen mehr nach Deutschland schauen, Demografie. Wir werden richtig viele Menschen aus dem Arbeitsleben in den nächsten 10 Jahren verlieren. Und das heißt, wir werden auch mit einer deutlich älteren Arbeiterschaft zu tun haben. Wir haben wirtschaftliche Verschiebungen in dem Sinne, dass ich habe eine Unternehmerreise mal nach Shenzhen und Hongkong gemacht und auch in Silicon Valley. Wenn man sich anschaut, was da in Energie, insbesondere im Digitalumfeld drin ist, dann ist das etwas, wo wir in Europa durchaus Respekt bzw. Angst vorhaben dürften und sollten, weil es einfach sonst gefährlich ist, dass wir hier den Anschluss verlieren. Und auch generell die gesamten gesellschaftlichen Herausforderungen, die wir gerade in Deutschland haben und durch zum Beispiel sowas wie Flüchtlinge, die von anderen Bereichen der Welt zu uns kommen, etc. Aber was wir auch haben, das sind auch Dinge, die durchaus gut für uns sein können, ist, es gibt ja unheimlich viel Wissensexplosion. Wir verdoppeln ja die Menge der Daten, die wir erzeugen, irgendwie jede anderthalb Jahre oder sowas. Und auch die Digitalisierung, die erzeugt eine ganz neue Art von Vernetzung, Möglichkeiten, sich mal eben zu treffen, Wissen auszutauschen und auch zum Beispiel besser und schneller, wenn man das möchte, zu lernen. Aber auch die privaten Themen sind sozusagen etwas für jeden Einzelnen, die spannend sind. Also eine berufliche Zukunft bei so viel Veränderung, da wird es sich, wenn man sich anschaut, die Grafik unten, das Halbwertswissen von IT, wo ich herkomme, die ist schon zum Teil bei manchen Themen bei 18 Monaten oder noch kürzer. Aber auch die persönliche Entwicklung, wenn man sich eben verändern, verbessern will und lernen kann und darf Freude und Spaß machen. Und damit kann ich zum Beispiel hoffentlich und ihr auch ein wichtiger Teil der Gesellschaft sein. Was kann ich dazu sagen?
Also ich bin Informatiker, Baujahr 72, habe zusammen mit elf anderen zu zwölf TNG Technology Consulting gegründet im Jahr 2001. Das habe ich bis 2021 gemacht, also bis Ende März. Und was wir da gemacht haben, ist sehr viel agile Softwareentwicklung, künstliche Intelligenz, DevOps Cloud. Und dort habe ich mich sehr viel mit Organisationsentwicklung inklusive Lernen beschäftigt und inklusive Technologie. Das heißt also eben die Verknüpfung von Feedback-Prozessen, von Zusammenarbeitsmöglichkeiten, Organisationsentwicklung, gerade in Zusammenarbeit mit den IT-Themen. Und das hat so gut funktioniert, dass ich gesagt habe, Ende letzten Monats, ich höre bei TNG auf und versuche das mehr in die Gesellschaft zu bringen. Und das heißt, ich habe mit anderen zusammen eine Gesellschaft für lebenslanges Lernen gegründet, um eben diesen Nordstern, den ich aus TNG mitgenommen habe, einfach mehr in die Welt zu tragen. Das ist nicht ganz einfach. Also wenn man sich die verkrusteten Strukturen im Bildungsumfeld und generell gerade anschaut, dann ist das auch, was die OECD und andere sagen zu Deutschland, nicht ganz einfach, aber ich möchte es zumindest versuchen. Und ich bin Mitorganisator von 5 Meetups hier in München, also einmal der Atlassian User Group. Da haben wir gerade auf Meetup das nächste Treffen announced von Design Thinking, von Softwarearchitektur, Slack und jetzt eben hat noch kein Treffen stattgefunden, aber gegründet haben wir auch ein Meetup zu lebenslangem Lernen. Selber habe ich auch noch die Erfahrung gerade mit 3 Kindern, also meine Zwillinge, die halten mich ganz schön auf Trab und ein Großer. Und was ich da auch gerade durchaus aus dem schulischen Umfeld mitbekomme, das ist nicht genau das, was die Zukunft braucht. Ja, also das ist zumindest meine Sicht darauf. Das dürfen meine Kinder jetzt gerade nicht so hören. Also denen muss ich das, meine Aufzeichnung hier, darf ich das nicht so sagen. Aber das ist sozusagen etwas, wo ich durchaus Respekt vor habe, was ich da erlebe. Wer sich mit mir verlinken möchte, sehr gerne. Ich freue mich drauf, eben auch mit anderen zusammen eben Dinge zu tun. Und zusammen können wir auch zum Teil mehr bewegen als alleine. Das heißt also gerne mit mir über LinkedIn oder so vernetzen. Gut, was erwartet euch heute? Einmal die Reflexion, wie erleben wir Lernen? Und dann Lernen und Feedback schleifen auf verschiedenen Ebenen. Das eine ist individuell, jeder für sich, dann aber eben auch zusammen im Team, in Organisationen, also zum Beispiel in Unternehmen, aber dann auch, wenn wir die Zeit haben, das hängt ein bisschen dann davon ab, wie weit wir dazu kommen, wie tief ich da reingehen kann, in der Gesellschaft. Ja, und vielleicht gibt es auch noch ein paar Anknüpfungspunkte zusammen mit einem kleinen Ausblick am Ende. Gut, und dadurch, dass wir eben online sind, ist es auch super cool, dass wir gemeinsam auch zum Teil Dinge reflektieren können. Das heißt, es wird nicht nur ein Frontalvortrag, sondern wir wollen euch mal kurz fragen über Menti, wie ihr zum Begriff Lernen steht. Und dazu werden wir den Link zu Menti in den Chat tun. Das habe ich jetzt einfach mal getan und würde euch bitten und die Irina schaut, dass die Zeit passt, dass wir alle einfach mal kurz die Begriffe, die euch dazu einfallen, dass ihr die mal einfach eingebt und wir die kurz anschauen können. Ui, Lernen ist wichtig. Das ist schon mal gut. Dann seid ihr ja genau richtig hier. Wir haben 27 Teilnehmer. Wie schaut es aus? Wer möchte noch? Klar, würde ich sagen, das ist eine klare Aussage. Ja. So, jetzt bin ich mal gespannt. Naja, wenn Lernen so wichtig ist, wie ihr alle sagt, wie viel Zeit habt ihr denn in eurem Kalender wöchentlich eingeplant? Wie viel Zeit ist denn geblockt oder habt ihr überhaupt Zeit geblockt? Ich glaube, erst kamen noch die Begriffe, oder? Ah, nee, wunderbar. Genau, die Kalenderzeit. Aha, live, das ist cool. Da ist nicht mehr so eindeutig, ne? Jetzt kann man sich ja schon die ketzerische Frage stellen, wenn es denn so wichtig ist. Wie macht ihr das denn dann? Oder beziehungsweise, wie funktioniert das? Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Zeit, auch wenn man mit Teams und in Organisationen arbeitet. Wie viel Zeit ist denn tatsächlich zum Lernen, dass es wichtig ist? Ich glaube, darüber sind wir uns tatsächlich relativ einig.
Aber wie können wir es auch gestalten? Und das heißt tatsächlich den Raum und die Zeit dafür schaffen. Und für die 13 Feen, die jetzt gesagt haben, ja, ich habe mir Zeit geblockt. Jetzt die Frage, und wie oft nutzt ihr sie denn tatsächlich? Und wie stark verteidigt ihr diese Zeit? Ist es ein, das ist meine Lernzeit und der hat nichts anderes Platz? Oder ist es, ja, wenn ich sonst nichts Besseres zu tun habe, dann lerne ich halt. Wie schaut es aus bei euch? Aha. Auch das ist interessant. Ja, wie weit priorisieren wir das denn auch in unserem Leben und in unserem beruflichen Leben und unserem privaten Leben? Und wie weit ist es ein Lippenbekenntnis und ein, wir sind alle im Team mäßig einig, ich nenne das immer so die Wackeldackel-Entscheidungen, wenn jeder anfängt, ja, es ist wichtig. Aber wie viel ist dann auch jeder bereit dazu, das tatsächlich, wenn es hart auf hart kommt, dann Flagge zu zeigen und zu sagen, ja, uns ist das wichtig. Und inwieweit habt ihr in euren Teams, in euren Organisationen tatsächlich dann auch Zeit für den ganzes Team geblockt? Wenn man sagt, okay, an dem Tag hast du Zeit zum Lernen, da musst du auch lernen. Ja? Also das zu einem, nicht zu einem, es wäre wünschenswert zu machen, sondern zu einer Prämisse, zu einem Soll zu machen. Und das könnt ihr für euch mal überlegen, was ihr in eurer Organisation, in eurem Team, für euch selbst braucht, um zu lernen. Und dann eben das, was wir in uns individuell erleben, in das, was wir in einer Organisation, in unserem Team erleben, natürlich dann auch wieder in einer gewissen Weise die Gesellschaft widerspiegelt. Oder was meinst du dazu, Gerhard? Ja, genau. Also wir haben im Chat schon ein paar natürlich auch Hinweise dazu. Dass natürlich das auf verschiedenen Ebenen passiert und dass man auch durch die Zusammenarbeit mit anderen natürlich lernt, oft sogar mehr, da komme ich auch später noch dazu. Trotzdem finde ich es auch immer spannend, dass man sich selber explizit die Zeit irgendwo im Kalender hat. Also ich versuche das sehr explizit zu machen und auch bei meiner früheren Firma, bei TNG, machen wir das sehr explizit, da kommen wir nachher noch drauf. Was aber eben auch spannend ist, was man mit Lernen verbindet. Es ist eben, ob man auf der einen Seite eher Neugier, Begeisterung, Mut, Glück, Freude verbindet oder ob das eher so alleine unter Druck pauken ist, was man natürlich auch nicht so, vielleicht das kennt man so aus der Schule, aber das ist ja nicht so, wie wir im Erwachsenenleben normalerweise uns selber weiterentwickeln. Ja, und ich glaube, du hast gerade ganz Wichtiges gesagt, ist Lernen pauken. Und ich glaube schon, dass Lernen eben auch Wissen bedeutet. Ja, habe ich also was zu erfahren, was zu erleben. Und das ist das eine. Und irgendwann lernen wir es dann auch, wenn wir oft genug auf die Fresse gefallen sind, dann merken wir das schon irgendwann. Aber vielleicht ist es nicht unbedingt der ideale Weg und der dauert auch manchmal sehr lang und tut auch manchmal sehr weh. Und ich glaube, was Lernen eben auch bedeutet, ist es, dass ich eine gewisse Transferleistung bringen kann, dass ich zum Beispiel eine Theorie wirklich verstehe, ein Modell wirklich verstehe. Nein, nur dann habe ich die Flexibilität, dass ich Analogien bilden kann, dass ich dieses Modell mehrere Male mixen kann, dass ich auch nicht mehr so starr daran gebunden bin und dann auf einmal Schubladen aufmache, sondern dass ich eigene Ideen daraus entwickeln kann und daran lernen kann. So, was ist Lernen eigentlich? Welche Lernformate? Genau, was habt ihr benutzt? Also das Leben lernt uns, bringt uns ja auch oft zum Lernen. Das habe ich jetzt absichtlich nicht verwendet. Also Schicksal, Leben, der liebe Gott, das Universum etc. ist jetzt raus, sondern tatsächlich wirklich ganz bewusst. Welche Formate habt ihr genutzt? Und tatsächlich haben wir uns auch überlegt im letzten Jahr, ja, wir wissen, dass da Corona war, und trotzdem ist viel möglich. Also auch Konferenzen, Netzwerktreffen und so weiter, die haben ja viel online stattgefunden. Und viele lesen auch, das ist schön. Aber auch Coaching, Mentoring, selber Vorträge halten. Da lerne ich ja mal am allermeisten tatsächlich, wenn ich selber versuche, irgendwas vorzubereiten. Das ist für mich, ich versuche mal so 2, 3 Vorträge neu
im Jahr zu konzipieren, mindestens. Und wenn ich das tue, dann bin ich danach mal total glücklich, dass ich es gemacht habe, auch wenn es dann davor manchmal ein bisschen stressig wird. Stimmt, wir haben 29 Teilnehmer, 17 haben erst abgestimmt. Wie schaut es aus bei euch? Also Fachbücher ist das ist wahrscheinlich auch das Einfachste oder zumindest mal das, was man am ehesten einteilen kann. Im anderen braucht man dann tatsächlich oft mehr Zeit und Planung. Und Karl-Heinz hat noch online Moodle. Ich würde sagen, das ist eindeutig Online-Kurs, oder? Ja. Obwohl es auch manchmal ja zu dem Studium dazugehört. Das ist immer so ein bisschen... Ja, das ist natürlich auch nicht vollständig von dem, was an welchen Stellen man wo Lernformate hat. Das ist klar. Aber wir mussten ja auch und die Anzahl ein bisschen eingrenzen. Das ist spannend. Genau. Sehr schön. Vielleicht mal eine offene Frage, wenn ihr das Mikro anmachen könnt, Gerhard, wenn es okay ist. Was nutzt ihr denn tatsächlich auch im Team und in der Firma? Jetzt gar nicht so sehr für euch, sondern was bietet ihr denn oder was bieten eure Firmen denn so an? So mal ganz kurz oder in den Chat schreiben. Also unsere Firma, wir haben kompletten Zugriff auf Udemy. Das ist dann recht breit gefächert, ist aber jedem selbst überlassen. Also man wird jetzt nicht gezwungen, da was zu machen. Das heißt, das ist halt eigene Initiative und da muss man sich auch ein bisschen den, sag ich mal, eigenen hintertreten, dass man das auch wirklich macht. Und ja. Sehr schön. Dankeschön. Das ist natürlich auch immer, was man mit Lernen verbindet, oder Gerhard? Ja. Also tatsächlich die verschiedenen Formate auch zu mischen, ist, glaube ich, eins der Erfolgsfaktoren generell, dass man sich nicht auf eine Sache konzentriert, sondern sowohl gut strukturierte, gut ausgearbeitete Sachen macht, aber was halt auch, finde ich, total spannend ist, ist sich eben auf neue Dinge einlassen. Und die ganz neuen Dinge, die gibt es oft noch gar nicht in einem Buch oder so, sondern da erfährt man eher von Leuten, die man halbwegs kennt, die trotzdem weit genug von einem weg sind, einfach neue Dinge. Das kann zum Beispiel eben sein, dass man mal auf eine Konferenz geht oder eben auf Meetups. Also ich habe zum Beispiel sehr viele Impulse bekommen und auch gedankliche Modelle und so, dadurch, dass ich einfach auf Meetups mich regelmäßig sozusagen herumtolle. Und gleichzeitig habe ich da die soziale Bewertung von anderen mit dazu. Das ist eben, was man sonst durch Bücher oder so nicht zwangsweise kriegt. Und je nachdem, wie eben Menschen auf mich wirken, kann ich das sozusagen gleich mit der Bewertung in meinen Kopf mit tun, aus welcher Richtung das kommt, in welchem Kontext das gesehen wurde. Und das erleichtert mir zumindest an vielen Stellen einfach das Lernen. Jetzt haben wir ganz viel von Lernen gesprochen, aber was verbindet ihr denn damit? Also was sind so Begriffe, die euch einfallen? Ja? Und wenn es Zuckerbrot und Peitsche ist, dann ist es das genauso wie, wie andere Dinge es sein können. Was inspiriert dich? Und wo hast du am meisten gelernt? Von wem? In welchen Situationen? Und was hast du heute gelernt? Also heute ist ja auch schon der Tag fast rum. Ist ja eigentlich genügend Gelegenheit gewesen zu lernen. Lernen in der Gruppe, Fortschritt. Lernen und verstehen. Ich glaube, Gerhard, da kannst du auch viel dazu sagen, ne? Ja, aber wir haben ja auch noch ein paar Folien. Da kommt ja auch noch ein bisschen was, wo auch das eine oder andere dann ja auch erklärt wird. Selbstverwirklichung, ja. Tiefe Erkenntnis. Learning by doing. Ich glaube, das ist eines der ganz, ganz wichtigen Dinge, dass man tatsächlich selber Dinge tut. Das erzeugt ein ganz viel tieferes Verständnis als das, was man sonst durch Frontalpräsentation oder so an vielen Stellen bekommt. Das ist ganz, ganz wichtig. Neue Inspirationsquellen bekommen. Ich habe früher auch sehr viel zum Beispiel einfach Twitter gelesen oder jetzt der LinkedIn-Stream ist für mich auch eine große Inspirationsquelle von neuen Dingen, über die ich sonst nicht stolpern würde. Und ich denke, ganz wichtig ist das Lernen, was Aktives ist. Also hinsetzen und sich berieseln lassen oder so ist, mag einen Impuls geben, aber Lernen selber ist was ganz, ganz Aktives und was ganz Bewusstes. Also die Eindrücke, Impulse, die ich bekomme, muss ich irgendwie in meinem Hirn verarbeiten und dann damit etwas tun. Also Wissen ohne Tun ist
Vielleicht ein Hobby, aber ansonsten hilft es uns nichts. Wir haben nichts gelernt, wenn wir nur wissen. Und ich glaube, gerade wir in Deutschland, wir verwechseln das oft. Wir verwechseln Wissen mit Lernen. Und wenn ihr überlegt, wie ihr lernt und wie ihr in eurem Team, in eurer Organisation lernt, wie ihr in der Zusammenarbeit lernt, wie viel Aktivität habt ihr denn im Lernen? Und vielleicht als Reflexionsfrage, wie, was tut ihr denn, um diese Aktivität auch zu fördern? Podcasts, Posts schreiben? Also wir haben ganz viel, wir haben schon ganz viel Aktivität. Huh? Achtsamkeit ist auch ganz toll, wenn man da ein bisschen sowohl bei sich, aber eben auch bei denen, mit denen man vielleicht zusammen lernt. Wenn man das gut macht, hat man eine viel höhere Chance, wirklich wirksam zu werden. Ja, selber tun, Lernvideos erstellen, da lernt man natürlich auch wahnsinnig viel bei. Wenn man es wirklich auf den Punkt erklären will, das ist wie bei Vorträgen, finde ich, dass ich Lernen durch Erklären. Ich habe früher auch Nachhilfe gegeben. Ich habe das natürlich, nachdem ich Nachhilfe gegeben hatte, noch mal viel besser verstanden als vorher. Lernen durch Lehren, ja. Und ihr seht, Lernen ist tatsächlich auch ganz was ganz Soziales oft. Wir lernen oft auch erstmal nur in der Interaktion mit anderen. Oder wenn man selbst denkt, okay, das habe ich jetzt durchdrungen und man erklärt es jemandem anders, dann kommt man auch ganz oft an seine Grenzen und sagt, also vor 2 Minuten hat es noch Sinn gemacht, aber jetzt, wo ich sage, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Und Genau. Das ist tatsächlich, wie weit geht ihr mit dem Gelernten, mit eurer Erkenntnis nach draußen und sucht die Interaktion mit anderen? Sehr schön. Ich glaube. Ja, dann mache ich mal weiter mit Bildschirmpräsentationen. Und natürlich auch gerne, fühlt euch frei, einfach wirklich reinzufragen, Mikro anzumachen. Das ist, ja doch, es müsste das Richtige sein. Ja, genau. Sehr gut. Oder in den Chat schreiben. Ja, also eine der Sachen, die in unserer Welt besonders eine Herausforderung ist, ist, dass wir ein bisschen unterschätzen, wie viel sich gerade verändert. Wir kennen das so ein bisschen ja aus der Digitalisierung mit Moore's Law, wo die Anzahl der Transistoren sich ja jede 18 Monate verdoppeln. Das gilt aber auch in anderen Bereichen, zum Beispiel bei der Genomentschlüsselung. Das ist auch wirklich sozusagen eine Verdopplung in sehr kurzen Zeiten gab, wie schnell man das sequenzieren kann. Und heute wird das routinemäßig bei ganz vielen Virusinfektionen ja gemacht, um wirklich rauszufinden, woher kommt der und so weiter. Also was sich da getan hat, also im Life Science Umfeld wird das auch ganz stark passieren. Und wir müssen aufpassen, dass wir diese Geschwindigkeit des Wandels nicht unterschätzen. Und das tun wir häufig als Mensch, nämlich wenn man sich anschaut, Menschen sind sehr schlecht darin, exponentiell zu denken. Ja, wir sind sehr gut darin, linear zu denken. Das ist so unser typischer Mechanismus. Und damit unterschätzen wir, wie massiv langfristig Auswirkungen sind. Also gerade zum Beispiel die Digitalisierung, die geht gerade richtig durch die Decke, von dem, was alles möglich wird mit künstlicher Intelligenz und allem Möglichen. Da fand ich eine und auch diese Verdopplung, die Geschwindigkeit bedeutet ja auch, wie schnell Dinge adaptiert werden, wird immer schneller. Und das heißt aber auch, dass die Tools, die wir verwenden, die Umgebungen, in denen wir uns befinden, in ganz kurzer Zeit sich weiterentwickeln im Vergleich zu früher und dass man nicht mehr so langfristige Bildungssysteme, die ja doch oft sehr träge sind, die haben eigentlich keine Chance, in der jetzigen Form mehr mitzukommen. Und das bedeutet, was ja in Deutschland sehr gut ist, ist die Erstausbildung, also Grundschule, dann, was weiß ich, Gymnasium und Studium, dass das halt überhaupt nicht mehr ausreicht, um dauerhaft sozusagen mit dem Wissen, was man dort erworben hat, im Arbeitsleben zurechtzukommen. Und das ist eben nicht nur das Arbeitsleben, sondern eben auch die Gesellschaft per se, die sich da ganz stark weiterentwickeln muss. Die OECD hat das in einer sehr schönen Grafik mal zusammengefasst in diesem OECD-Lernkompass 2030, dass die digitale Revolution tatsächlich uns zu Anfang erstmal große Vorteile gebracht hat, weil auch die Bildung sozusagen angemessen war, aber jetzt allmählich durch die Digitalisierung sich so schnell so viel verändert, dass es tatsächlich beginnt, einen sozialen Schmerz zu geben. Und der wird ja auch recht deutlich von vielen momentan zum Ausdruck gebracht. Und wir sehen es zum Beispiel ja auch am Schulsystem, dass das jetzige Schulsystem eigentlich für die jetzigen Herausforderungen nur noch sehr begrenzt geeignet ist und auch die Kompetenzen, die wir in der Zukunft brauchen, im jetzigen Schulsystem eher nicht die wichtigsten sind. Leider. Also da müssten wir sozusagen sehr viel anpassen und sehr viel ändern. Und auch im Arbeits...
Frage? Das heißt ja, dass die Firmen viel, viel mehr und der Einzelne viel mehr dann auch tatsächlich in die Eigenverantwortung gehen muss, um zu lernen, damit man diesen sozialen Schmerz, egal auf welcher Ebene, eben kompensieren kann durch Lernen. Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Information, zu sagen, wenn ich diese gesellschaftlichen Themen angehen will, dann muss ich lernen und muss ich und wir lernen. Ja. Und das kann man auch zum Beispiel sehen, hier bei einer Upskilling-Trendstudie, dass 80% aller Unternehmen heute schon oder in naher Zukunft einen Gap haben von dem, was sie brauchen an Wissen und was es gibt. Und früher hat man das zum Teil einfach gelöst, indem man junge Leute eingestellt hat, die das Wissen aus der Uni oder so mitgebracht haben. Aber aufgrund der Demografie ist das auch zum Beispiel in Deutschland überhaupt keine Möglichkeit mehr. Und außerdem ist das, was in den Unis zum Teil ja gelehrt wird, also ist auch meine Erfahrung, ist zum Teil ja deutlich hinter dem, was wir in der Wirtschaft schon tun, je nach Gebiet. Das heißt, auch das hat sich gedreht, dass die Unis immer der Vorreiter sind von Wissen und von Bildung. Das ist halt auch nicht mehr der Fall. Also gerade in der Softwareentwicklung habe ich auf vielen Podiumsdiskussionen mit Professoren gekämpft. Was ist agile Softwareentwicklung etc.? Macht das irgendeinen Sinn, sich damit zu beschäftigen? Objektorientierung und so. Und das war alles zum Teil spannend. Und es hat halt erst 10, 15 Jahre später ist das so halbwegs Mainstream geworden. Gerne eine Frage stellen oder stört das zu sehr? Ich habe, Gabriele hier, ich habe noch einmal eine Frage zu der Folie davor, die ich hochspannend finde und ich wirklich noch nicht gesehen habe und die mich gerade wirklich elektrisiert hat, weil dieses Thema sozialer Schmerz versus Prosperität in der Vergangenheit für mich sehr eingängig getrennt voneinander war. Wenn ich jetzt auf die Zukunftsprojektion schaue, läuft das zusammen? Und ich habe mich gerade gefragt, wie die Erklärung dafür ist. Also wer empfindet sozialen Schmerz und wer hat die Prosperität? Das ist mir noch unklar. Oder vielleicht verstehe ich auch das Thema Prosperität hier falsch. Oder also anders. Im Moment geht es uns ja ganz gut. Ja, also kann man ja schon im Großen und Ganzen sagen. Also wenn wir jetzt mal solche Sachen ausblenden wie Covid-19 und wie Klimawandel und so, dann die meisten jetzt in Europa, denen geht es gut. Das heißt aber nicht, dass wir eben bereit sind für die Zukunft. Mhm. Das heißt, dass wir nicht massiv sozusagen auf Kosten der Zukunft gerade leben. Und das ist ja auch jetzt gerade in Karlsruhe nochmal recht deutlich geworden, dass sich diese Art von Verschiebung, dass die nicht fair ist. Und dass da die Gesellschaft aufpassen muss, wie sie mit umgeht. Und auf der anderen Seite eben, es gibt auch die digitale Schere in Deutschland. Also die Leute, die zum Beispiel viel lernen, sind witzigerweise meistens die, die eh schon viel wissen. Und die, die nicht viel lernen, sind dummerweise die, deren Jobs demnächst wahrscheinlich durch Automatisierung wegfallen. Und da muss eine Gesellschaft auch ganz massiv aufpassen, und andere Länder tun das zum Teil deutlich mehr, dass die Leute, die hier unter die Räder kommen, dass wir nicht so eine Spaltung der Gesellschaft auf Dauer haben. Und das ist für mich zum Beispiel sozialer Schmerz, diese Spaltung der Gesellschaft in Grenzen zu halten. Also ganz verhindern wird man sie wahrscheinlich nicht auf Dauer, aber in Deutschland sind zum Beispiel die Abstände sind da besonders groß, die Chancenunterschiede jetzt auch durch Schule und Co. Also das ist eine große Gefahr für mich, dass das in eine Richtung läuft, wo man nicht sein will. Und das wird man auch merken bei Wahlen und Co., dass wir eben zum Teil dann aus Bereichen größere Stimmenmengen haben, die eben vielleicht Angst haben, etwas zu verlieren. Ja. Und das kann gefährlich sein. Ja? Also das, wenn dann zum Beispiel auch nicht kritisches Denken gelernt wird und die Filterblasen in sozialen Medien, die sind echt eine Gefahr für die Demokratie, wenn wir nicht aufpassen. Aber trotzdem, Entschuldigung, noch mal eine Nachfrage. Vielen Dank erstmal für die Erklärung des sozialen Schmerzes, der größer wird. Aber woher kommt die Prosperität dann? Ist es die Aussage, es gibt gesellschaftliche Bereiche, einzelne Länder, die eben davon profitieren? Nichtsdestotrotz, die Spaltung der Gesellschaft ist hier eigentlich projiziert. Oder was ist das mit dieser Prosperität am Schluss? Also ich bin jetzt bei der sehr zukunftsgerichteten, also wo die Kurve, Die Frage ist, Bildung in der Zukunft. Schaffen wir es, die Bildung nach oben zu kriegen, dann wird es uns allen wieder gut gehen. Ja, das ist so, und wir haben eine Chance. Oder wir erschaffen es, dann haben wir einfach sozialen Schmerz vergrößert. Okay, vielen Dank. Jetzt ist gefallen. Dankeschön.
das sind die zwei Kurven, die zwei Optionen hier. Und die Hoffnung ist natürlich, dass wir eben schnell viel tun können. Und nur dann haben wir eine Chance, mit den gesamten Herausforderungen der Welt zurechtzukommen. Dankeschön. Das hat geholfen. Vielen Dank. Gerne. Ja, ist doch wunderbar, wenn man eben dynamisch hier, das finde ich das Tolle an Zoom oder so, im Gegensatz zu diesen Webinaren, dass man Rückfragen stellen kann, und weil das ja oft dann nicht nur eine Person betrifft, sondern viele, und das drüber reden hilft. Heißt aber auch, dass wir wahrscheinlich an die 2 Stunden noch gut rankommen jetzt mit den Rückfragen, was wunderbar ist. Okay, so, was ist das Größte, Beste, was man tun kann, wenn man selber was dafür tun will, oder was hilft uns? Das ist einfach ein Growth Mindset zu haben, also dass wir in der Lage sind, Chancen zu erkennen und zu nutzen und nicht Angst einfach sagen, wir probieren es gar nicht aus, weil es könnte ja schief gehen. Und also wer sich damit auseinandersetzen will, dieses Growth Mindset ist der Schlüssel aus meiner Sicht, um tatsächlich weiterzukommen und da offen zu sein, Dinge auszuprobieren, inspiriert sein durch andere, mit Fehlern proaktiv umgehen und sagen, es ist eine Chance zum Lernen und nicht zu sagen, das ist ein Problem. Also die Fehlerkultur in Deutschland ist da auch manchmal noch nicht weit genug, auch gerade in Organisationen, dass wir da weiterkommen. Das wäre schon eigentlich ganz gut. Ich kann es wirklich nur empfehlen, von der Professorin Dweck, wenn man sie so richtig ausspricht, eben zum Beispiel den TED-Talk sich mal anzuschauen oder das Buch. Und man kann nämlich auch Growth Mindset sich selber ein bisschen beibringen. Das ist nicht so, dass man da nicht irgendwie in die Richtung gehen kann. Und ich möchte hier so ein kleines Video euch vorspielen. Ich hoffe, das funktioniert technisch, dass das bei euch ohne Ruckeln rüberkommt, was das, finde ich, ganz gut demonstriert. Probieren wir es mal aus. Orientierung kann so einfach sein. Von wegen. Die Wahrheit ist, ich kann das Wichtige nicht mehr vom Unwichtigen unterscheiden. Wer hat eigentlich gesagt, Informationen machen das Leben einfacher? Es ist doch so. Weiß man noch, was wichtig ist? Nein. Werden Handy, Internet, Fernsehen und Facebook zu viel? Ja. Bei all den Informationen, die auf uns einprasseln, kann ich da den Überblick behalten? Wir alle verlieren immer mehr die Orientierung. Und ich frage mich wirklich, wer heutzutage sagen kann, ich kenne mich aus. So kann man es sehen und es sich bequem machen. Oder man dreht den Spieß einfach um. Ich kenne mich aus. Und ich frage mich wirklich, wer heutzutage sagen kann, wir alle verlieren immer mehr die Orientierung. Kann ich da den Überblick behalten bei all den Informationen, die auf uns einprasseln? Ja. Werden Handy, Internet, Fernsehen und Facebook zu viel? Nein. Weiß man noch, was wichtig ist? Es ist doch so, Informationen machen das Leben einfacher. Wer hat eigentlich gesagt, ich kann das Wichtige nicht mehr vom Unwichtigen unterscheiden? Von wegen. Die Wahrheit ist, Orientierung kann so einfach sein. Meine Kleine, die kleine Zeitung. Ich hoffe, das hat bei euch sozusagen funktioniert, dass das mit der Zoom-Übertragung, dass ihr es ungefähr mitkriegen konntet. Ich fand das sehr, sehr witzig, um mal zu sehen, wie man eben Dinge sehen kann, wenn man den Blickwinkel ein bisschen verändert. Das klappt natürlich nicht immer und überall so, aber trotzdem. So, also persönliches Lernen, wir haben es ja schon vorhin zusammengefasst, eigentlich Bücher, Zeitschriften, Zeitungen, Webseiten, Blogposts, Radio, Podcast, Fernsehen, alles sehr undynamisch. Wenn es ein bisschen dynamischer wird, persönliche Gespräche mit Leuten, die jetzt nicht aus dem Arbeitsleben vielleicht sind, YouTube-Videos, Lern-Apps, Social Media, Vorträge halten, Workshops geben, Hobbys, also gibt es ganz viel. Und wenn man sich anschaut, wofür wir Zeit aufwenden, dann ist es vielleicht auch so, dass wir dafür einfach uns auch Zeit nehmen können, weil die Fernsehzeit, die wir alle gemeinsam oft abends haben, wenn man davon nur ein bisschen abknapsen würde, ein bisschen noch zum Lernen und sich tatsächlich ein paar Dinge vornehmen kann, dann hätte ich schon die Hoffnung, dass das eigentlich mehr Leute tun könnten, als es vielleicht jetzt schon tun. Natürlich, die Anwesenden sind ja oft genau wieder diejenigen, die eh schon viel tun, sonst wärt ihr nicht hier. Aber trotzdem glaube ich auch in der Gesellschaft, wenn man nur will, kann man auch. Was mir unheimlich geholfen hat, ist wirklich, dass man Lernrituale in sein Leben einbaut. Also, dass man wirklich entweder zum Beispiel Zeit im Kalender blockiert, reserviert oder was ich zum Beispiel wahnsinnig gerne mache, im Urlaub Fachbücher lesen. Also, und dass man sich etwas vornimmt und das auch visualisiert. Zum Beispiel gibt es ja auch so Apps, die einem zeigen, dass man regelmäßig was getan hat und dass man eine Serie zum Beispiel nicht abreißen lassen will. Also, und damit schafft man es dann auch, ein Habit-Building zu machen, und man kann dann auch wirklich messen, ob man was tut und wie viel man vielleicht tut. Manchen hilft auch sowas wie ein persönliches Kanban-Board und Experimental-Board und dass man sich das explizit reflektiert, dass man selber für sich was tut.
Aber das reicht natürlich auch nicht. Also selber für sich ist nur eine Form des Lernens und auch vielleicht gar nicht. Also man sollte es auf jeden Fall alleine tun, aber ich denke, das reicht auch nicht wirklich aus. Wie sieht das jetzt im Arbeitsleben aus? Also im Arbeitsleben wird in Deutschland am meisten gelernt. Und die Erfahrung, die wir bei TNG gemacht haben, ist, dass explizite Lernzeit von der Firma vorgegeben extrem viel bringt. Da gehe ich auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Was aber auch in der Firma extrem hilfreich ist, ist interne Blogs zu schreiben und zu lesen. Auch zum Beispiel Bücher, dass man die einfach bekommt von der Firma, wenn man sie haben möchte, ohne große Komplexität, ohne Genehmigungsprozesse. Sowas hatten wir auch schon vorhin. Lernplattformen benutzen, Fortbildung, Konferenzen, dass das sehr einfach ist, dass man sich da anmeldet und dann einfach hin darf, ohne große komplizierte Prozesse. Vorträge halten und Workshops vorbereiten. Gerade wenn man das gemeinsam tut, war für mich auch immer wieder eine große Inspiration, mit anderen zusammen Dinge vorzubereiten. Und natürlich auch ganz wichtig, wenn man sich selber in der Lernzeit in Tools und Frameworks einarbeiten kann oder Dinge ausprobieren kann. Also dass man da wirklich explizit die Zeit für hat. Was auch bei TNG wahnsinnig geholfen hat, ist, dass man regelmäßig auf gute Defaults hingewiesen wird, wo man dann einfach sagen kann, wenn ich es nicht besser weiß, dann nehme ich das und das oder schaue mir das und das an, dass man einfach eine gewisse, jeder darf auch was anderes tun, aber dass man das so machen kann. Was wir auch entwickelt haben, sind explizite Curricula, also wenn man eben bei TNG anfängt, dass man gewisse Dinge zu durchlaufen hat, ja, dass man aus Unknown Unknowns, Known Unknowns zumindest macht, um zu wissen, was es gibt und wie groß die Welt eigentlich ist und dass man alles noch sich anschauen könnte und vielleicht auch gleich Menschen mit verknüpft, denen man etwas zutraut, dass sie im Zweifelsfall helfen können, wenn das dann explizit wichtiger wird. Und was natürlich auch ganz spannend ist, wir hatten ja auch schon vorhin, man lernt nicht nur durch explizit lernende Dinge, sondern indem man zum Beispiel auch neue Rollen einnimmt und oder sich bei zum Beispiel Querschnittsthemen, Projekten mit einbringt, weil das eben nochmal eine ganz andere Vernetzung, ganz andere Fragestellungen sind, als man typischerweise im normalen Job sozusagen hat. Also jetzt nochmal zum Tech Day, was das ist, was wir da gemacht haben. Tech Days, also wir sind ja, oder TNG, wo ich früher war, was ich mit gegründet habe, wo ich 20 Jahre war, ist ja eine IT-Consulting-Firma. Das heißt, wir sind typischerweise vor Ort beim Kunden oder in einem Bereich, wo man im Wesentlichen mit einem Team zusammensitzt. Und das reicht natürlich irgendwie nicht aus, wenn man ein Firmengefühl entwickeln will und auch explizit eben von anderen lernen will. Und was wir da entwickelt haben, sind sogenannte Tech Days. Das sind für jeden zwei Freitage im Monat, wo man, naja, vor Corona sich eben gemeinsam getroffen hat und es Workshops, Reading Groups, Vorträge, also so ein kleines Konferenzprogramm, typischerweise zwei Vortragsslots parallel, wo einfach man sich am Barista gemeinsam Kaffee draußen grillen auf der Terrasse, wo es ein All-Staff-Meeting gibt, wo über die aktuellen Firmenentwicklungsthemen weiter informiert wird. Heute natürlich alles über Zoom, sehr klar, mit Slack zusammen. Aber wo keine Arbeit für Kunden ist und wo explizit das Ziel ist, gemeinsam zu lernen. Wo wirklich die Erwartungshaltung ist, das macht man. Und das funktioniert hervorragend und auch die Vernetzung, dieses TNG Brain, was dadurch entstanden ist, ist einfach toll. Also das kann sich wahrscheinlich nicht jede Industrie im Moment leisten, aber auf der anderen Seite, was passiert, wenn man sich eben nicht weiterbildet, wenn man eben nicht Leute hat, die interessiert sind und vernetzt sind und eben neue Dinge kennen, gerade in einer so schnell sich verändernden Welt. Also das ist ein sehr guter Mechanismus, der sehr gut bei TNG geklappt hat. Wenn man jetzt sozusagen das individuelle Lernen sich mal anschaut, wo gibt es denn da Feedbackschleifen? Also sicherlich ist eines der Dinge, dass man gerade dieses Onboarding von neuen Mitarbeitern, wenn man das gemeinsam macht und gut macht, dann kennt man Leute, die sind in der gleichen Situation und die werden sich gegenseitig unterstützen. Das ist eine Feedbackschleife, die einem automatisch hilft, wenn man das gut tut. Das sind so für die ersten Tage, ist das natürlich eine gute Möglichkeit. Das zweite ist, was wir eingeführt haben, ist ein Buddy-System. Also wo einfach ein erfahrener Kollege direkt mit Leuten, die noch nicht so lange dabei sind, sozusagen sich regelmäßig trifft und sich sozusagen da weiterhilft. Und da fließt natürlich auch einiges an Feedback direkt an die Organisation über die Buddies, was man vielleicht nochmal anders machen muss, was man ausprobieren kann, was man verbessern kann, um das Onboarding wirklich gut zu machen. Also gerade wenn man eine wachsende Organisation ist und TNG ist typischerweise so im Jahr 20-25% gewachsen, ist das brutal wichtig. Extrem hilfreich ist, das ist sowohl für den Einzelnen wichtig, als auch für ein Team, dass man gemeinsam an etwas arbeitet
und dort dabei durch das gemeinsame Arbeiten Feedback kriegt. Also wir haben bei TNG sehr viel Quereinsteiger eingestellt, also typischerweise eben Physiker oder so. Und die, also wenn man da gemeinsam mit Pair-Programming oder wenn man es nicht zu zweit macht, sondern noch zu mehreren Mob-Programming, wenn man da gemeinsam arbeitet, dann kriegt man viel implizites Wissen mit, was man sonst gar nicht so gut erklären kann, einfach dadurch, dass man es tut und sozusagen gemeinsam drüber nachdenkt und auch erklärt, was man in dem Moment, warum man was tut. Und das ist oft kaum explizit machbar durch Bücher oder so, sondern das muss man einfach erleben, wie wichtig das ist. Generell, wenn man so eine Review-Kultur hat, ist es auch hilfreich, dass man eben gezwungen ist oder auch, dass es erwartet wird, dass man alles, was man tut, durch jemand anders gereviewt wird und man dadurch Feedback kriegt, also egal ob Source-Code, Dokumente, Dokumentation, alles, was man so tut, das ist bei TNG absolut üblich, das zu reviewen. Und was wir jetzt auch etwas von der Frequenz her erhöht hatten in Corona-Zeiten, sonst war es einmal im Monat, dass man regelmäßige One-on-Ones hat, das heißt also mit erfahrenen Kollegen bespricht, was ist denn die private oder die eigene Situation, nicht die private, wie kommt man im Team zurecht, was sind so die persönlichen Ziele vielleicht, wie kann man unterstützen als Firma, dass man da einfach regelmäßig drüber spricht und natürlich dann auch als Coaching-Gespräch aufgeführt, das Mitarbeitergespräch, also nicht das klassische Bewerten oder so, sondern so ein bisschen den Optionsraum nochmal größer machen und zeigen, was noch alles geht. Dann lernen mit anderen zusammen. Also wenn wir jetzt sozusagen von dem Individuellen weggehen und ein bisschen außerhalb gehen, dann ist für mich immer wieder ganz toll gewesen, was man bei Konferenzen und Workshops erfahren kann. Was man bei Meetups erfahren kann. Working Out Loud Circus, also wer es noch nicht kennt, ganz klein bisschen werde ich es am Ende vorstellen. Dass man bei Barcamps mal mitmacht. Online-Kurse, Sportverein, Volkshochschule, das sind alles Bereiche, wo man außerhalb vom Unternehmen sich engagieren kann. Und auch wahnsinnig viel mitkriegt. Und das wollen wir mit euch jetzt mal ein bisschen vertiefen mit den Teams. Was hilft beim Lernen im Team? Was behindert beim Lernen im Team? Und dafür haben wir ein Miro-Board vorbereitet. Was total spannend wäre, ist ein bisschen was rausgekommen ist. Und ich würde einfach mal schauen, dass ich jetzt meinen Screen auf Miro beame. Und vielleicht hat ja der eine oder andere aus jedem Team Lust, so 2, 3 Highlights vorzustellen, was besonders im Team irgendwie aufgefallen ist. So, wer war denn in Team 1? Ich war in Team 1, zusammen mit 3 anderen Kollegen. Was wir, glaube ich, in verschiedener Form hatten, ist hier ein Zettel, der nicht von mir ist, bei was mir hilft, nämlich Freiräume zu schaffen. Das kam in verschiedener Form vor, irgendwie Launch-Meetings, die Problematik, dass, wie soll man sagen, ich glaube schon, ein Lernbedürfnis bei Kollegen existiert und ein Mitteilungsbedürfnis, Lernbedürfnis existiert und dass es sehr wichtig ist, dafür Räume zu schaffen. Und das ist also, glaube ich, auch eine Problematik, die absolut auf das mappt, was gerade meine konkrete berufliche Situation ist, wo das, glaube ich, einer der Haupttreiber ist, um dem Lernen im Unternehmen zu helfen. War mein Highlight. Dankeschön. Kann noch jemand was sagen? Oder Gruppe 2? Genau. Oh, Druck. Das ist spannend. Wer will, wer mag? Heike? Ja, vor allem ist Druck ja oft das, was man dann doch irgendwo, so der Zeitdruck, das dann doch so, gerade wer so an die Uni gelernt hat, so die Prokrastination, das auch gut. Okay, also ich war in Gruppe 2 zusammen mit dem David und dem Thomas und das war ein kurzweiliger Austausch, sehr schön. Wir haben darüber gesprochen, was uns hilft beim Lernen und da ging es eben zum einen um den Diskurs im Team, das Pair-Learning und dabei war es ganz wichtig, dass der Partner auch bereit ist, sich aufs Lernen einzulassen. Also da war konkret die Situation, dass der David neu in die Firma kam und über das Pair-Learning einen Partner auch gefunden hat, der bereit ist, sich auch seinen Fragen zu stellen, in Anführungsstrichen, und die zu beantworten.
Und für den Thomas war es noch ganz wichtig, dass das Ergebnis, also wofür, was kommt am Ende dabei raus oder wofür setze ich mich mit dem Thema auseinander, dass da ein physisches Ergebnis gibt und ein Ziel, worauf es hingeht. Was uns behindert ist, Druck, Zeitdruck, ja, aber, also so ein bisschen dieses, der Widerstand. Jetzt muss ich gerade mal, kannst du es ein bisschen größer machen, was da auf dem kleinen Zettel steht? Ich glaube, das war... Ja, Moment. Ja, genau. Ja, genau, das war meiner. Also die fehlende... also was ganz wichtig ist, einfach die... ist, dass es eine Freiheit gibt, zu Fragen stellen zu können, scheinbares Unwissen auch zugeben zu können und dann auch da, ja, da die Bereitschaft einfach da ist, das auch anzunehmen und sich darüber zu stellen, so ein Stück weit. Genau. Ja, vielen Dank. Gerne. Dann noch, wollen wir noch eine Gruppe machen oder wollen wir jede Gruppe? Irina, was sagt die Zeit? Kurz. Kurz, okay. Dann Gruppe 3. Also wir haben uns konzentriert vor allem auf den Sachen, die hier im Vortrag nicht gesprochen wurden, dass man überhaupt diese Möglichkeit erst einmal bekommt, dass man gute Atmosphäre dafür bekommt, dass man lernen kann, gewisse psychologische Sicherheit, dass man fragen kann, dass man diese Antworten sicher bekommen kann und nicht irgendwie dafür sofort auf den Deckel kriegt, ja, dass man sogar Fehler zuzugeben darf und dann fragen, wie ist es besser, ja, dass man dafür Ressourcen gewisse bekommt, dass das irgendwie Zeit und vielleicht Platz dafür, gewisse Hilfsmittel dann bekommen, im Team zu lernen, zum Beispiel Open Space. Und was entgegen stören kann, das sind die Glaubenssätze. Das ist dann, wenn irgendwie man zu wenig Zeit hat oder wenn darüber immer gesprochen wird und dann am Ende nichts gemacht wird, ja, dann demotiviert das und man fragt nach einer Weile gar nicht mehr, ja. Und es gab noch irgendwas, was ich vergessen habe, vielleicht jemand noch aus unserer Gruppe. Ja, aber das passt ja auch schon. Also finde ich schon ziemlich viel. Vielen, vielen Dank. Gruppe 4. Wow, ihr wart ja fleißig. Oh, Arbeit. Wer mag? Gruppe 4. Okay, dann versuche ich es mal schnell. Wir haben angefangen mit Was hilft mir? Und da haben wir einerseits gesagt, das Thema Passion ist wichtig, also dass man Spaß beim Lernen hat, dass man aber auch die Zeit dafür bekommt und auch die Zeit dazu bekommt, das in der Gruppe zu machen. Weil gerade so dieses Königswissen bringt nicht so viel, wenn das nicht geteilt wird und ausprobiert wird. Das hat auch ein bisschen was mit barrierefreiem Zugang zu tun, auch zu Materialien, aber eben auch zur Zeit. Und damit man das aber auch gleich im Arbeitsalltag anwenden kann und somit auch die Fortschritte sieht und das Gelernte sehr schnell anwenden kann. Und die verschiedenen Lernkanäle fand ich auch nochmal ganz spannend zu sagen. Es gibt welche, die haptisch lernen, visuell lernen, dass da wirklich mehrere Anreize sind, die beim Lernen helfen. Und dann sind wir auch relativ zügig dazu übergegangen, auf der linken Seite zu schauen, was quasi behindert. Das ist, naja klar, eben wenn die Zeit fehlt, wenn nicht genügend Freiraum oder Priorität dafür geräumt wird, kein klares Lernziel dahinter steckt, also einfach nur Wissen anhäufen, um es dann nicht irgendwie auch verstoffwechseln und ausprobieren zu können. Mangelnder Sinn des Gelernten kommt da auch mit dazu. Dringende andere Aufgaben, ein zu hoher Aufwand, also wenn man tatsächlich sagt,
das Kosten-Nutzen-Faktor, ne? Zeitaufwand ist höher als der Nutzen hinten raus ist und dann auch nochmal die, entschuldigt meine Schreibweise, die Fehler-Kultur, also die Fehlerkultur, so der eigene Anspruch an sich selber auch zu sagen, entweder musst du schneller lernen oder Mann, warum checkst du das nicht oder wenn es von außen dann irgendwie reinkommt. Und liebe Kollegen Jessie, Pascal und den anderen, aber habe ich vergessen leider, noch irgendwas Erwähnenswertes? Nee, Kathi, ich glaube, du hast das alles sehr gut erklärt. Also von meiner Seite ist jetzt nichts zuzufügen. Wunderbar. Dann machen wir weiter mit Gruppe 5. Vielleicht auch einfach nur was Neues ist. Ja, damit wir von der Zeit her. Genau, habt ihr noch was, was neu ist? Gruppe 5? Ja, sind kommen, ja, super. Wie schaut es aus mit Gruppe 6? Oh, wow. Sogar mit Grafiken. Da wollen wir jetzt aber noch ein bisschen was hören. Wer ist Gruppe 6? Ja, ich habe da ein bisschen rumgedingst. Was gibt es bei euch noch, was die anderen vielleicht noch nicht gesagt haben oder einen anderen Aspekt oder einen zusätzlichen Aspekt dazu? Konsumieren von Wissenschaftsergebnissen, bevorzugt in Form von zusammenfassenden Metastudien. Mhm. Ich suche gerne nach Evidenzen, die gibt es nämlich recht selten. Und ich lese die alten Klassiker, Dörner, Kahnemann, Arnold, Roth. Mhm. Ah, Dörner, Kahnemann, sehr schön. Wie gelernt wird, weiß man, da gibt es nicht mehr viel zu erfinden. Die Frage ist nur, wie kriegt man es auf den Boden? Und was, glaube ich, auch noch nicht dran war, ist, mir hilft, wenn ich vorher weiß, was für eine Kampfklasse ist es jetzt, Schuhari. Mhm. Ja. Weil es kostet irre viel Zeit, eigentlich kostet nicht viel Zeit. Oftmals ist viel Text verbraten, um dann zu merken, ja, da kommt jetzt nichts mehr, was mich irgendwie glücklicher macht. Mhm. Und was mir am meisten hilft, ist Gegenrede, ein ordentlicher Disput, ein guter Streit. Weil wenn aber auch an wertschätzenden Art und Weise, natürlich. Ja, das kann auch vorkommen hin und wieder, aber das ist mir, wenn es an der Sache entlang geht, ist mir das, ist der Ton nicht so wichtig. An der Sache soll es bleiben, ja. Ja, also ein echter Dialog irgendwann. Ja, also das Wichtigste für mich ist, neben all diesen Dingen, die Schlangenölverkäufer recht zügig identifizierbar zu machen. Mhm. Also gerade in dem Geschäft von Wandel und Transformation, da gibt es ganz wenig, was einen soliden Hintergrund hat und ganz viel Meinung und anekdotisch und Eminenz. Und wenn man das mal durchsortiert hat, dann sieht man das alles ein wenig nüchterner. Ich denke, da hast du auch ein ganz wichtiges Thema gesagt, was wir schon mehrmals angesprochen haben. Also tatsächlich dieser Diskurs, ich glaube, oben stand es auch schon ein paar Mal, was ich oft in Firmen erlebe, dass so eine Harmonie ist, so ja, wir wollen uns alle einig sein und dass dieses Einigsein sehr in den Himmel gelobt wird. Und eigentlich ist Zusammenarbeit, wenn sie wirklich gut ist, lebt vom Disput, nicht vom Gegeneinander, aber von diesen Perspektiven. Und vielleicht auch von gegenseitigen Perspektiven und wie sie dann doch zusammenpassen. Ja, wie passt der Rüssel und der Schwanz zum Elefanten? Und erst wenn wir all das irgendwie zusammenkriegen, und das ist manchmal sehr viel Arbeit, ja, das ist anstrengend sowas. Aber Lernen funktioniert nur so, wenn wir es tatsächlich ernst meinen. Ein anderer Aspekt, den wir jetzt öfters gehört haben, ist, ich brauche Zeit, ich brauche Raum, dass Raum gegeben wird, Zeit gegeben wird. Ja, kann ich nachvollziehen. Auf der anderen Seite gibt es diesen schönen Satz, der heißt, Zeit hat man nicht, die nimmt man sich. Ja? Also wenn ich immer erwarte, dass mir anders jemand Zeit gibt, wenn jemand sagt, so liebe Irina, jetzt hast du 2 Stunden Zeit, jetzt darfst du lernen. So funktioniert das Leben nicht und so funktionieren auch Firmen nicht. Also ich glaube, es gibt auch was man einfordern muss. Also das ist auch eine Hohlschuld. Und die Eigenverantwortung kann nicht sein, ich hatte ja gar keine Zeit zum Lernen, das ist eine Ausrede. Sondern wirklich diese Zeit sich auch zu nehmen, sich diesen Freirat auch zu nehmen und den auch tatsächlich zu verteidigen. Und eben eventuell auch in den Konflikt zu gehen und sagen, ja, nein, mir ist das jetzt wichtig.
Und ich glaube, dass gerade durch diesen Konflikt, weil wenn er nicht eingefordert wird, werden das Chefs auch okay finden. Ne? Also dass ihr vielleicht auch da mal überlegt, im Team, in der Organisation, wie weit man das tatsächlich dann auch dahin pushen kann und dass Awareness auch entsteht. Gut, danach auch gekündigt zu werden. Weiß ich. Ja, dann love it, change it or leave it. Ja, ich meine, zum Glück auf eine gewisse Art und Weise leben wir in einer Zeit, wo wir relativ wenig Probleme haben mit Vollbeschäftigung im Vergleich zu anderen Zeiten. Und jede Leute, die sich weiterbringen wollen und wenn die gestoppt werden, dass das vielleicht dann auf Dauer nicht die richtige Organisation ist, das kann dann schon auch mal richtig sein auf Dauer. Also, dass man entweder selber die Füße nimmt und woanders hinläuft oder wenn es andere eben nicht zulassen, was man tun will, ist auch eine Aussage. Und ich glaube, dass die Angst größer ist wie die Realität. Also ich kenne die Angst, ich höre die Angst immer wieder von Mitarbeitern und Mitarbeitenden, aber es ist tatsächlich gar nicht so. Es sind viele Chefs, die sich das wünschen. Manchmal ist es die Art und Weise, wie, ja. Aber eigentlich wünschten die sich einen guten Disput. Und gut heißt nicht, ich bin einfach mal aus Prinzip dagegen, weil ich eine andere Position einnehmen will, sondern tatsächlich dieses Reflektieren darüber. Aber ich würde sagen, Gerhard, wir machen weiter. Wir sind schon gut in der Zeit, gell? Ja, kriegen wir alles gut hin. So, einmal lernen im Team. Auch hier nochmal das Thema Onboarding. Also wo kriegt man wirklich gemeinsame Werte und Kultur? Wo kann man das überhaupt erspüren, erfahren, wenn nicht gerade zu Beginn, damit von vornherein her klar ist, wie Dinge gemacht werden sollen? Also ich habe da relativ viel Wert drauf gelegt bei TNG, dass wir das immer besser machen, dass man da auch sich weiterentwickelt, weil das definiert von Anfang an, ob man sich willkommen fühlt, ob man das Gefühl hat, hier soll ich lernen, hier darf ich lernen, wie wird hier zusammengearbeitet, wie darf ich mich verhalten, wie ist das mit psychologischer Sicherheit, und wenn man hier das zu Anfang gut macht, hat man eine ganz große Chance, gut anzukommen. Und auch dann sozusagen richtig auf dem gleichen, richtigen, erwarteten Level mitzugestalten. Reviews hatte ich ja eben schon angesprochen, bei auch individuellem Lernen, genauso das Pair-Programming. Was in Teams noch oft unterschätzt wird, ist, dass man tatsächlich Wert auf gute Dokumentation legt. Das heißt nicht lange Dokumentation, möglichst wenig eigentlich, aber die dafür wirklich hilfreich und gut. Weil wir haben oft Teamwechsel, gerade zumindest in der IT, aber vermutlich auch an anderen vielen Stellen im Berufsleben. Und wenn man hier auf etwas hat, auf das man setzen kann, wo man sich darauf verlassen kann, dann ist das wahnsinnig viel wert. Außerdem macht es Spaß, wenn man zum Beispiel Aufräumtage hat, wo man explizit sagt, wir gehen durch unsere Dokumentation durch und halten sie aktuell. Also ich habe da sehr gute Erfahrungen mit Confluence gemacht. Das ist ein kommerzielles Wiki von der Firma Atlassian, wo man einfach dann wirklich sehr gut auch strukturiert über verschiedene Wege zugreifbar die elementaren Sachen ablegen kann, sodass man auch für neue Kollegen, die reinkommen oder von einer anderen Abteilung reinkommen, von einem anderen Projekt reinkommen, dass man schnell sozusagen auch da wieder up to speed ist. Was nicht jeder kennt, sind solche Sachen wie Brownback Sessions. Das heißt also, dass jemand im Team zum Beispiel zum gemeinsamen Mittagessen, in der Corona-Zeit ist es gerade ein bisschen doof, aber dass man einfach sagt, hier, ich erzähle euch mal was. Ich war auf einer Konferenz, ich habe irgendwas gelernt, ich möchte mit euch was teilen. Das kann etwas sein, was zum Projekt gehört, aber es kann auch was sein, was etwas darüber hinausgeht. Und es einfach mal, während die anderen essen, mit den anderen teilt. Hängt natürlich davon ab, also in der großen Kantine kann ich das nicht machen, aber wenn man zum Beispiel mal gemeinsam eine Pizza bestellt oder so und das vielleicht der Arbeitgeber auch noch zahlt, das kann ja auch, soll ja Arbeitgeber geben, die sowas machen, dann kann man das tun. Oder wenn ein Team sich weiterentwickeln muss, eine sehr gute Erfahrung, die ich gemacht habe, ist mit Reading Groups, dass man auch tatsächlich in einem Projekt, wenn es zum gewissen Thema nicht genügend Know-how gibt, dass man einfach sich gemeinsam ein Buch nimmt und es sich gemeinsam vornimmt zu lesen und zu diskutieren in expliziter Zeit. Also oft ist die Diskussionszeit dann auch wieder Arbeitszeit und die reine Lesezeit Privatzeit, Bücher zahlt auch Arbeitgeber. Solche Sachen funktionieren auch erstaunlich gut. Für uns war ein richtiger... Wie bitte? Wenn man jetzt mal die Arbeitszeit wegnimmt, dann ist es erstaunlich günstig. Mit einem Team mit 5 Büchern auszustatten, dann braucht man nicht unbedingt einen Trainer für 1.000 Euro. Nee, das geht, manchmal kann man ja selbst die Lesezeit bei uns an Tech Days machen. Ne? Also das ist ja ein bisschen individuell auch einstellbar.
Dann, was bei uns wahnsinnig viel geholfen hat, ist, sich über ein Medium wie Slack, also ein Chat-System, dass man sich traut, Fragen zu stellen, weil man in entsprechenden spezialisierten Kanälen ist, weil man eben nicht eine Mail an All schreiben muss. Das ist gerade in größeren Organisationen, irgendwann geht das nicht mehr, weil es einfach wahnsinnig teuer ist, eine Mail an All zu schreiben. Also zeitlich, wenn wir 500, TNG hat 500 Leute, wenn man eine Mail an All schreibt und 500 Leute lesen nur eine Minute, dann sind schon 500 Minuten weg. Und das behindert, und das weiß ja auch jeder, ja, und das behindert eigentlich diese Schwelle, überhaupt noch zu fragen außerhalb des eigenen Teams. Und dementsprechend muss man dafür Strukturen schaffen, wie eben Fragen kanalisiert gestellt werden können, sodass die Leute, die sich für interessieren, das mitkriegen. Auf der anderen Seite eben die Leute, die es für nicht relevant halten, auch davon verschont bleiben. Und da ist bei uns sowas wie Slack einfach ein ganz, ganz tolles Tool für geworden, wenn man es entsprechend gut strukturiert einführt. Dann, was auch eine große Gefahr in vielen Teams ist, ist, es gibt eine Person, die sich mit irgendwas auskennt und niemand sonst. Und davon muss man wegkommen, dass man einfach mehr Chancen hat, einen Schlagfaktor zu haben, der nicht unangenehm ist. Und da möchte ich das Proxy-Pattern empfehlen, also dass man einfach eine andere Person, die sich da einarbeiten will, nimmt und sagt, das ist jetzt die Person, die zu dem Thema alle Fragen beantwortet. Und die wird zu Anfang natürlich zu Beginn bei dem Experten fast alles rückfragen und sich erklären lassen müssen. Aber wenn man das öfter macht, dann wird natürlich der Anteil der Rückfragen mit der Zeit immer kleiner und man hat eine Chance, von diesem Single Point of Know-how wegzukommen und man hat dann einfach mehr Leute aufgebaut, die sich damit auskennen. Grundsätzlich in Teams, das hatten wir auch schon auf dem Board gesehen, psychologische Sicherheit, ohne psychologische Sicherheit geht das alles gar nicht. Ja, das muss uns bewusst sein, dass man dafür eine Kultur schaffen muss, wenn sie nicht schon da ist, dass es natürlich ein Vorteil ist, wenn gefragt wird, dass man nicht beliebig lange selber versucht, irgendwie Lösungen zu finden, sondern dass man eben das nutzt, dass andere auch was wissen und können und das auch gerne geteilt wird. Ja, was sind dann so Feedbackschleifen, wenn man in Teams lernt? Also eine Sache, die ganz für mich brutal wichtig war immer, ist, wie hoch ist eine Auslastung im Team und was kann man dazu machen? Wenn ein Team nicht mehr in der Lage ist, die Säge zu schärfen, wie das auf Deutsch heißt, also das heißt, dass man Zeit hat, sich zu verbessern, dann läuft wohl irgendwas grundsätzlich falsch. Ja, das muss man sich reflektieren, dass man dann nicht mehr offen ist für Neues. Und das heißt also, wenn Teams über 80-85% Auslastung kommen, systematisch, auf Dauer, ja, dann muss man handeln. Dann muss man schauen, woran liegt das? Muss man das Team vergrößern? Ist das Thema? Kann man Dinge an andere abgeben oder so? Weil dann ist man auch nicht mehr offen für besondere Herausforderungen, wenn von einem Kunden mal ein spezieller Wunsch kommt, wenn man da einfach dauerhaft drüber ist. Oder dass man mal im IT-Umfeld üblich in Tooling investiert, in Aufräumen investiert, in neue Versionen von irgendwelchen Frameworks, dass man da einfach offen ist und sich auskennt. Dann Reviews und Stand-Ups, also wer aus der agilen Softwareentwicklung kommt, kennt das sehr gut, dass man eben sich gegenseitig vorstellt, was hat man denn erreicht, und dass man auch täglich das sagt, was hat man seit dem letzten Mal getan, womit will ich mich beschäftigen, was behindert mich, um da einfach so ein Gefühl für zu behalten, was denn sonst passiert. Und wenn man in Teams arbeitet, das Wichtigste eigentlich ist, regelmäßig Retrospektiven durchzuführen. Das heißt also, wo man reflektiert über zum Beispiel die letzten 2 Wochen, was recht üblich ist, stop it, start it, change it. Also was ist etwas, was uns behindert, wo wir nicht mehr zufrieden sind, was man anders tun möchte? Was wollen wir vielleicht neu starten? Was fehlt uns noch? Oder was muss man anpassen? Und das natürlich ohne Blaming, sondern in einem geschützten Raum, um da einfach regelmäßig zu schauen, wie kann man sich verbessern, was möchte man anders machen, wie kann man vielleicht auch mit anderen besser zusammenarbeiten. Das geht gar nicht nur immer um das eigene Team, sondern eben auch in Richtung Organisation. Und wenn man so eine Feedbackschleife in etwas größer macht, womit wir auch sehr gute Erfahrungen bei TNG gemacht haben, ist regelmäßig Projektretreats machen, das heißt also Pi mal Daumen einmal im Jahr, manchmal auch öfter, wenn sich viel verändert, wo man wirklich mal einen Tag komplett aus der Organisation rausgeht und sagt, wir gehen in ein schönes Hotel oder jetzt im Moment natürlich auch alles virtuell, aber eigentlich, dass man wirklich auch einen Ortswechsel mit verbindet und einfach in etwas größerem Reflexionsrahmen über einen längeren Zeitraum sich überlegt, auf der gleichen Ebene eigentlich wie Retrospektiven, aber eben halt auf einer anderen Abstraktionsebene. Wie arbeiten wir denn? Was erreichen wir? Wie arbeiten wir zusammen? Was wollen wir verändern, um das zu tun? Kann ich nur sehr empfehlen,
sozusagen diese Review-Zyklen, dieses Feedback-Schleifen von der Mikroebene, also was weiß ich, in der Softwareentwicklung, Pair-Programming, testgetriebene Entwicklung, bis hin zu einmal im Jahr über gewisse Dinge nachdenken, die für das Team relevant sind. Dafür ist natürlich dieses Mindset für Lernen und dass man auch Reviews aushält, wichtig. Also Leute, die da lange Zeit das nicht gemacht haben, für die ist das oft sehr schmerzhaft. Ich habe Leute bei Kunden mal kennengelernt, die wollten das nicht, dass andere, die hatten schon 10 Jahre Berufserfahrung oder so, und die konnten das nicht aushalten, dass andere sozusagen vielleicht mehr wissen oder dass die Arbeit von einem, obwohl man Teamlead angeblich früher mal war oder so, dass man da auch gereviewt wird und gechallenged wird. Also das heißt, da ist auch ein Change-Prozess manchmal vonnöten, um das auszuhalten. Wichtig ist dabei eben zu sehen, dass es Feedback zur Arbeit ist und nicht zur Person, und auch hier wieder ohne psychologische Sicherheit geht es halt nicht, dass man da offen drüber redet und da was ändern kann. Gut. Wenn wir jetzt noch mal eine Abstraktionsebene höher gehen, die lernende Organisation, die Erfahrung, die wir gemacht haben, was am meisten gefühlt bringt, ist, dass man hier auf der Firmenebene so eine Reflexion macht. Das nennen wir bei TNG Sommerretreats. Das ist ein Open Space oder Barcamp mit der ganzen Firma. Gehe ich gleich noch mal ein bisschen genauer darauf ein. Die 10% gemeinsame Lernzeit geben, wo man auch wirklich zur gleichen Zeit lernt und damit auch die Erwartungshaltung ganz klar ist, da lernst du jetzt. Tooling, also Wikis, Messaging, eben sowas wie Miro, dass das auch wirklich da ist und jeder benutzen kann. Was wir sehr gern gemacht haben, ist die zufällige Vernetzung fördern und unterstützen. Also viele Social Events machen, Grillen, Kaffee, was auch immer, dass man da einfach ganz viele Anknüpfungspunkte bietet, wo man sich gegenseitig kennenlernen kann und unterstützen kann. Das Ganze geht natürlich besonders gut, wenn man auch, wenn jemand anderem hilft, das explizit positiv bewertet und sagt, wunderbar, tolle Frage, und dass man diese Hilfskultur wirklich offen hält, auch wenn man sich vielleicht noch gar nicht so genau kennt. Communities of Practice sind eine sehr praktische Sache, um in Spezialthemen einfach am Ball zu bleiben und das auch zu sehen, dass andere sich für irgendwas einsetzen und auch für die anderen gute Defaults schaffen. Regelmäßige Experimente machen ist, glaube ich, auch ganz wichtig in Organisationen, und da müssen auch welche schiefgehen. Ja? Und es darf nicht schlimm sein, wenn Experimente schiefgehen, weil sonst sind es keine Experimente. Also zum Beispiel, was wir mal gemacht haben, ist einen Bus zu chartern, als es sehr kalt war, von der S-Bahn zu uns im Büro, hat keiner verwendet. Trotzdem war es sehr gut, dass wir dieses Experiment gemacht haben, weil es hätte hilfreich sein können. Und es hat gezeigt, dass auch wir als Partner von TNG Experimente machen, die schiefgehen können. Und das ist wirklich ganz wichtig, dass man sagt, nicht alles ist immer wichtig, dass es funktioniert, sondern es muss natürlich ein leistbarer Verlust sein, ja, für Experimente. Es darf nicht gleich die ganze Firma killen. Aber das ist sozusagen grundsätzlich die Idee, man probiert Dinge aus und die dürfen auch nicht in Ordnung sein und die können dazu führen, dass man es relativ schnell wieder einstellt. Das muss halt einfach da sein. Was extrem hilft, wenn man als Firma sehr einfache, für alle nachvollziehbare interne Prozesse hat, also zum Beispiel eben sowas wie Bücher oder Online-Kurse oder wenn man auf eine Konferenz will, dass es trivial ist, ja, dass es einfach nichts gibt, was so einen Prozess behindert und das eben auch dann ja, jeder nutzen kann und will. Was wir in den letzten Jahren gelernt haben, ist, dass je größer eine Organisation wird, die Erwartungshaltungen Richtung Lernen, Richtung sich fortbilden, Richtung, dass man das auch tun soll, dieses sich für sich selber sorgen, ja, dass das auch wirklich ausgesprochen wird, dass das nicht missverständlich ist. Und grundsätzlich halt gute Defaults etablieren für viele Dinge, die trotzdem lokal immer wieder gechallenged werden können und dürfen und dann hoffentlich für alle wieder zurückfließen in den Kern von dem, wie man arbeitet. Womit wir auch noch sehr gute Erfahrungen gemacht haben, ist, wir haben ein kleines System geschrieben, was den Onboarding-Prozess unterstützt, wo wir die Employee Experience sozusagen mal gemappt haben als Journey und überlegt haben, zu Anfang, die Mitarbeitereinführung ist ja meistens so viel auf einmal. Das ist ein bisschen arg, das kann man sich nicht alles merken. Und dementsprechend, was wir dann gemacht haben, ist zu sagen, jawohl, wir schicken zur richtigen Zeit einfach kleine Reminder, zum Beispiel auf Confluence-Seiten oder so raus, zu einem sinnvollen Zeitpunkt. Und dann wird man sozusagen genatscht auf ein gewünschtes Verhalten. Zum Beispiel hier nach einem halben Jahr spätestens
mach doch mal Urlaub, ja? Oder nach 2 Jahren, dein Laptop ist inzwischen schon ganz schön in die Jahre gekommen, willst du ihn noch ein bisschen nutzen? Oder hier ist übrigens die Seite, wie man einen neuen Laptop bekommt. Dass man da einfach ganz zum richtigen Zeitpunkt drauf achtet, dass eben die richtigen Sachen da jeder weiß. Und das war natürlich nichts Geheimes, jeder konnte diese Liste sehen und auch verändern und auch was hinzufügen oder auch besser machen. So, nochmal zum Sommerretreat. Also was wir da gemacht haben oder immer noch tun, ist, dass man tatsächlich ein großes Barcamp organisiert, beziehungsweise Open Space, wo man wirklich zu einer echten offenen Diskussion, Diskurs kommt und wirklich auch mit erspüren kann, was die Zukunft braucht. Und das ist, glaube ich, eine ganz andere Art zu lernen als aus der Vergangenheit, sondern sich eine mögliche Zukunft vorzustellen und die gemeinsam mit anderen zusammen, auch über die eigene Meinung hinweg, also wenn man sozusagen seinen eigenen Standpunkt dabei nicht mehr so als so wichtig nimmt, sondern das, was die Gesamtgruppe braucht, was das gesamte Unternehmen, die gesamte Organisation braucht, was für die sinnvoll ist und das sozusagen auf so ein gemeinsames Mindset zu kommen. Und das ist uns, glaube ich, regelmäßig immer wieder gelungen, auch dadurch, dass man die Ergebnisse aus Management-Sicht sehr genau anschaut und ernst nimmt. Und eben auch ist es oft ein Startpunkt gewesen für Themen, wo dann Leute, weil sie gemerkt haben, dass es für andere auch wichtig ist und für die gesamte Organisation wichtig ist, dass man da anfängt, dran zu arbeiten und es sozusagen einen Schritt weiterzubringen oder eine neue Initiative zu starten oder auch mal was zu beenden, dass man einfach sagt, so wollen wir es nicht mehr haben. Und ich bin jetzt vor kurzem auf die 3U mal ein bisschen genauer gekommen von dem Otto Sharma. Und das hat mich da sehr dran sozusagen erinnert, dass das eigentlich ziemlich ähnlich ist zu dem, was in der 3U vorgestellt wird, wie eben Change-Prozesse in größeren Organisationen gelingen können. Also nicht, dass ich würde sagen würde, wir haben das nach 3U gemacht, aber mich hat das sozusagen, ich habe da gewisse Analogien wiedergefunden. Also das muss man natürlich auch sich leisten. Ja, das ist typischerweise auch wieder mit einem schönen Hotel verbunden oder eben virtuell mit vielen Zoom-Räumen und Miro-Boards und Ähnlichem und auch einer gewissen Disziplin, die Ergebnisse aufzuarbeiten und weiterzutreiben. Da braucht man schon Management-Unterstützung, so, sonst funktioniert das nicht. Genau. Ja, was sind denn so, wenn man das so reflektiert, Feedback-Schleifen auf Organisationsebene? Und da merkt man schon, das sind eigentlich sehr abstrakte und auch sehr lange Feedback-Schleifen. Das ist also nicht etwas, was man sofort spürt und das muss man auch als Management-Team aushalten. Also natürlich sowas wie Kundenfeedback, das kriegt man halt erst vielleicht ein halbes Jahr später dann auch mal, wenn es irgendwie nicht so gut läuft, gesagt. Oder eine Kündigungsquote, das ist auch nicht so, dass typischerweise sofort, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist, die Leute anfangen zu kündigen, sondern das hat so Nachlaufzeiten. Auch sowas wie Gewinn oder Verlust sind etwas, was man eben nur sehr verzögert wirklich spürt. Was man eben tun kann, ist tatsächlich, dass man anfängt, das Know-how, die Kommunikation, dass man einfach sozusagen Proxy-Variablen findet, die ein bisschen weniger Delay haben im Vergleich zum eigentlichen System oder den eigentlichen harten Feedback-Sachen und dass man einfach da schon schaut, wie sind denn gewisse Trends, wie sehen gewisse Dinge aus, dass man überhaupt auf so ein Mindset kommt, dass man mal ein paar Sachen einfach zählt, das ist immer nur eine Aussage und die muss man in Relation sehen, aber trotzdem, dass man das tut. Also wie viele, was weiß ich, in Slack, wie viele Nachrichten werden geschrieben, wie viele Blogbeiträge, wie viele externe Vorträge halten wir als Organisation und das reflektieren. Nicht per se sofort als KPI, sondern einfach nur als Möglichkeit, durch diese Trends die zu reflektieren. Auch spannend ist natürlich auf Dauer die Attraktivität für neue Kolleginnen und Kollegen für eine Organisation zu messen, ob man tatsächlich andere begeistern kann. Und was wir gemacht haben auch noch, ist eine externe Begutachtung regelmäßig versuchen zu etablieren. Also zum Beispiel mit der LMU hatten wir eine Kooperation, wo Organisationspsychologen bzw. Studenten, Studentinnen mit uns zusammen gewisse Themen immer wieder angeschaut haben und reflektiert haben. Und da gab es immer wieder Impulse, die wir sonst aus der eigenen Organisation so nicht herausbekommen hätten. Auch spannend ist, wenn man sich das traut, ist Umfragen zu machen, wo man einfach ab einer gewissen Größe lohnt sich das auf einer Organisation. Also ich würde sagen, so ab 150 Leute kriegt man ernsthaft statistisch relevante, interessante Daten, vielleicht auch schon früher, wo man einfach sagen kann, jawohl, wir bewegen uns in eine gewisse Richtung und es macht Sinn,
und wir reagieren drauf. Da muss man nur aufpassen, dass man die Leute nicht nervt mit ständig irgendwelche Umfragen, und es muss auch was passieren, wenn da Ergebnisse rauskommen, und die sollten relativ transparent kommuniziert werden. Das muss man sich auch als Management-Team trauen. Beziehungsweise das muss man von Anfang an mit berücksichtigen, wenn man Fragen stellt. Ich denke, da sagst du eine ganz wichtige Sache. Ich glaube, Umfragen sind tatsächlich schon bei ab 30, 40 Leuten interessant, dann vielleicht nicht unbedingt statistisch, aber sie geben eine Diskussionsgrundlage, zu sagen, okay, das ist das, was ihr jetzt ein Ergebnis habt. Ist das tatsächlich so? Erkennt ihr euch da drin wieder? Und wie der Gerhard gesagt hat, tatsächlich dann halt auch die Zeit nehmen, dass sich etwas ändert, was dann auch gehört. Und man muss sich die Zeit nehmen, dieses zu lernen, auch auf organisatorischer Ebene. Also ich weiß, es tut immer ganz, ganz weh, vor allem in der Panik, der Kunde druckt und Leute fallen schon aus. Aber ich glaube, die 2 Tage oder einen Tag, trotz mit Hotel und so weiter, die Kosten, die sind so schnell amortisiert. Also wenn man sich überlegt, dass so ein Tag vielleicht nur 3% die Produktivität nach oben bringt und man sich überlegt, was 3% der Personalkosten sind, dann ist es meistens, ist so ein Hotel und ein Tag Arbeitsausfall tatsächlich ein Klacks dagegen, wenn man das sozusagen aufs Jahr aufrechnet. Also da auch, wie Gerhard gesagt hat, mit Zahlen arbeiten, wirklich mal zu sagen, nehmen wir mal an. Und tatsächlich ist es meistens so, dass es nicht 3% sind, sondern eher wirklich signifikant. Also ich spreche da eher von 10-20% an Produktivität, an schnelleren Ideen, an Leute fangen an, selber ihre Prozesse nachzudenken, etc., etc. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Vielen Dank, Gerhard. Ich habe jetzt auch noch gerade von der Sophie die Frage im Chat gesehen. Beispiel für Communities of Practice. Also zum Beispiel Leute, die Scrum Master sind oder Product Owner oder im Frontend die Technologien bewerten wollen, was für die Firma gut ist, oder die Richtung Produktmanagement sich regelmäßig austauschen, oder Leute, die sich zum Beispiel für Softwarearchitektur interessieren, dass die sich gegenseitig up-to-date halten, aber was auch nicht unbedingt dadurch, dass es schon etwas spezifischer ist, dass die sich einfach regelmäßig zusammensetzen können, dass die dafür auch Zeit bekommen, zusätzlich zum normalen Tech Day und Co. Oder eben auch die gute Defaults für die Kollegen einfach entwickeln und aktuell halten. Das sind für mich sozusagen Communities of Practice, die einfach über die sich selbst organisieren. Also wie die das genau machen, ist mir eigentlich ziemlich egal. Hauptsache, sie machen es, weil da auch die Themen zu unterschiedlich sind, als dass man sagen kann, wie das sein muss. Ja, das muss man nicht vorgeben. Leute sind erwachsen, können selber denken und arbeiten. Es muss nur klar sein, was ist der Auftrag, und dass man auch da die Rollen im Team, dass die sich selber diese Rollen geben, und dass eben auch regelmäßig was rauskommt, dass das nicht nur reine sozusagen Spaßveranstaltungen sind, sondern dass schon auch ein klares Ziel da ist. Aber der Rest funktioniert eigentlich, zumindest ist mir das in der Vergangenheit so gegangen, hat eigentlich sehr gut von alleine funktioniert. Und das Schöne ist, das beantwortet so ein bisschen deine Frage. Ja, ich frage mich gerade noch, ist es dann eher wie eine Taskforce, dass die ein explizites Problem haben? Ich dachte, das wäre eher so Lernaustausch. Nein, das ist nicht ein explizites Problem. Also natürlich kann man dafür auch eine Taskforce mal gründen, aber das sind Sachen, die typischerweise auf Dauer oder auf längere Zeit angelegt sind, weil es eben ein längerfristiges Thema ist, wie man, was weiß ich, gewisse Erfahrungen regelmäßig in einer guten Qualität in der Firma auf einem Top-Niveau behält und auch da sozusagen sich gegenseitig vernetzt und unterstützt. Und ihr habt die aber vorgegeben, also die sind nicht aus sich heraus entstanden, sondern vom Management quasi den Raum dafür. Zu welchen Themen sich welche gründen, das ist mir eigentlich erstmal, das ist offen. Also wenn das jemand machen will, kann das erstmal tun. Und wenn es dann signifikant Zeit wirklich kostet, also zu Anfang macht man das halt bei uns, bei TNG an einem Tech Day. Und wenn man dann eben merkt, das ist aber relevant auf Dauer und ist für die Firma ein größeres Thema, dann kann man das auch sozusagen aus dem Tech Day rausziehen und separat machen, weil eben der Tech Day auch an anderen Stellen wichtig ist. Das heißt also, man hat immer einen geschützten Raum, in dem man kleine Pflänzchen starten kann, aber wenn die Pflanze stark genug ist, dann kann man sie auch aus dem Tech Day rausnehmen und als separates Thema fahren, mit expliziter Unterstützung. Also man muss nicht irgendwie, wenn man was Neues machen will, gleich um Erlaubnis fragen, weil das verhindert oft, dass überhaupt irgendwas entsteht. Hilft es?
Gut, dann, also ich glaube ja, dass wenn man so ein bisschen, also ich fand den Spruch von den von dem Robert hier ganz gut, so ein bisschen mal Leute zu haben, die so ein bisschen nerdisch sind und einfach viel mehr ausprobieren als andere, das hilft, ja, wenn man sich in einer Organisation weiterentwickeln will. Und ich glaube, so ein bisschen war ich das auch bei TNG zum Beispiel. Aber andere auch, also ich bin da nicht alleine, ja, das ist... Ja, was vielleicht viele kennen von euch, ein Klassiker, ist einfach The Fifth Discipline, was eben sagt, System Thinking ist wichtig, da wird der Stefan gleich wieder Juhu schreien. Mentale Modelle, wenn man die expliziter macht, kann es wahnsinnig helfen, sich gegenseitig zu erklären, warum man auf einen gewissen Schluss kommt, eine gemeinsame Vision zu haben, sich persönlich eben weiterentwickelt und besonders gut ist. Und eben dieses in Teams lernen, das auch nochmal extrem wichtig ist. Also wer sich da mal rein vertiefen will, also es ist ein sehr viel gelesenes Buch. Und soweit ich das beurteilen kann, auch ein gutes Buch. Was nicht jeder kennt, aber vielleicht viele kennen sollten, ist Working Out Loud. Das hatten wir auch schon ja bei den Miro-Boards zum Teil. Also wie gesagt, wer es nicht kennt, das ist im Wesentlichen Lernzyklen definieren mit einigen anderen, was auch recht klar strukturiert ist. Das kann man innerhalb der Organisation machen, wird aber meistens zwischen unabhängigen Menschen aus verschiedenen Organisationen gemacht und gibt halt eben da auch die Möglichkeit, sich weiter zu vernetzen und auch ein größeres, mehr Input von anderen zu bekommen, die außerhalb der eigenen Komfortzone normalerweise sind. Und wenn man das öfter macht, dann kann man auch sich ein bisschen mal anschauen, was das Lern-OS ausgemacht hat. Nur eine kurze Eigenwerbung. Tatsächlich gibt es ein Meetup zur Working Out Loud am 15.06. Mit einer Kollegin von mir. Ich bin selber in einem Wall Circle und arbeite mit dem John Stepper direkt zusammen. Ah, cool. Wow. Ja, ich bin also mit dem John Stepper selber in einem Working Out Loud Circle. Und es geht über 12 Wochen. Aber wer mehr darüber erfahren will, am 15.06. Ist ein Meetup. Ihr könnt euch auch jetzt schon anmelden. Ist alles online. Cool, schreib doch einen Link dazu noch in den Chat, wenn du kannst. Dann, also ein bisschen noch formalisierter und in gewisse Richtungen standardisierter ist das die Initiative vom Lern-OS. Das kann ich jetzt nicht auf die Kürze erklären, aber der Simon Dückert, der da unter anderem ein Treibender ist, den kenne ich auch schon seit vielen Jahren, der macht das sehr mit viel Energie mit anderen zusammen. Und ich finde es eine ganz spannende Initiative. Und seine Vision oder die Vision von LernOS ist, dass man tatsächlich sein Leben lang eben in Lernzyklen, in Wall Circles, das ist recht ähnlich, zumindest wenn man in Teams arbeitet, aber es ist auch für einen individuell, aber auch für eine Organisation grundsätzlich angedacht, dass man da in Sprints, also hier sind es 13 Wochen, das ist immer eine Woche Pause dazwischen, dass man da sich auf Dauer weiterentwickelt. Also ich kann das sehr empfehlen, sich in so eine Community auch mal einzuklinken und vielleicht auch selber mitzuhelfen. Dann, was ich, als ich es kennengelernt habe, sehr spannend fand, ist Soziokratie 3.0, wo es darum geht, aus dem Einfluss von der agilen Community als auch von Soziokratie grundsätzlich, einfach auf Muster zu kommen, pragmatische Muster, die man einfach kennen sollte, um gut in Organisationen zusammenzuarbeiten. Und dadurch, dass das eben nicht wie bei Holacracy sozusagen ein geschlossener Zirkel ist, wo man Geld für zahlen muss, sondern alles als frei verfügbar ist und eben auch mit sehr engagierten Menschen verbunden ist, kann ich nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Gibt es auch eine schöne Online-Community zu. Genau, und das Buch ist auch tatsächlich vor ein paar Wochen auf Deutsch übersetzt worden. Also ich glaube, es kam irgendwie vor 2 oder 3 Monaten raus auf den deutschen Markt. Ich finde es nicht so gut übersetzt. Tatsächlich würde ich die Originalversion nehmen, aber es gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Mhm. Dann grundsätzlich zu Meetups zu gehen. Also wir sind ja gerade hier in einem, auch wenn jetzt über verschiedene Kanäle oft Werbung gemacht wird für Meetups, finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man eben da offen ist. Und kleine Eigenwerbung, ich habe letzten Montag, ist ja schon wieder die nächste Woche, ein Meetup zumindest mal online gebracht zum Thema lebenslanges Lernen. Und da wird hoffentlich auch noch in den nächsten Monaten, Jahren viel passieren.
Liberating Structures, wie man sozusagen Zusammenarbeit, finde ich auch super spannend, was da an verschiedenen Dynamiken möglich ist und dass man nicht eben nur die ganz klassischen Sachen hat, wie eben Vorträge oder Meetings oder was auch immer, sondern dass man da sehr viel offener wird, welche Strukturen geeignet sind. Es gibt auch ein Meetup dazu zu Liberating Structures hier in München, was doch recht aktiv ist, auch demnächst wieder ein Treffen hat, kann ich auch sehr empfehlen, dass man da noch den Horizont mal ein bisschen weitermacht. Aha, Leute, die noch ins Wartezimmer reinkommen wollen, sehr spannend. Was haben wir denn noch? Also die gute Aussage ist, Unternehmen investieren tatsächlich mehr Geld in Weiterbildung als früher. Ja, das ist ganz klar, dass es einen gewissen Trend gibt. Und die Frage ist halt für uns eigentlich in der Gesellschaft, ich gehe jetzt ein bisschen nochmal einen Schritt weiter, wie gehen wir eigentlich mit Unsicherheit um? Das ist so das mentale Ding, was mich so ein bisschen umtreibt. Also man sieht die Chancen, oft auch Risiken, klar. Und was wir haben, ist, dass wir in Optionen investieren und nicht wissen, ob wir die Optionen ziehen können. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Thema anschaue, dann weiß ich ja in dem Fall noch nicht, ob es mir in der Zukunft helfen wird. Aber ich erzeuge eine Option, dass ich etwas finde, was mir helfen wird. Und ich muss halt genügend Optionen erzeugen für mich, und vielleicht auch meine Organisation, mein Team und so weiter, dass ich daraus was machen kann. Und diese Optionen haben einen Wert und der ist oft erstaunlich hoch. Und deswegen ist es diese Einstellung, Offenheit für was Neues, für Veränderungen, das ist wichtiger als jetzt die konkrete Sache, an der ich eigentlich gerade am Lernen bin. Und eins ist mir auch aufgefallen, dass eben altes Wissen manchmal sogar gefährlich ist, gerade jetzt durch Digitalisierung, also einfach alte Prozesse zum Beispiel zu digitalisieren, ja, dann habe ich eventuell Scheißprozesse, die sind halt überhaupt nicht für digital gedacht. Und manchmal ist auch das Führungsteam in Organisationen ein Problem, weil die sich eben noch nicht zum Beispiel mit Digitalisierung, mit KI oder sonst was auseinandergesetzt haben und wissen, was man tun kann, sondern aus ihrer Perspektive einfach denken, jetzt nehmen wir halt unsere Standardformulare und machen die jetzt online und dann sind wir digital. Ja, so ist es halt eben nicht. Und das, wenn man das muss man sozusagen, dieses Entlernen und dieses Relernen, Unlearning, das wird wichtig, weil das, was gut in der Vergangenheit funktioniert hat, ist keine Garantie, dass das gut in der Zukunft funktioniert, gerade eben, wenn man so viel disruptive Technologieveränderungen hat, wie wir es gerade haben. Ja, und eben dieses Feedback durch Ausprobieren ist auch das Einzige, was wirklich funktioniert und das muss man sich halt trauen. Ja, das ist einfach neu im Vergleich zu vielleicht vor 20 Jahren, wo ganz klar war, man lernt das, das ist Good Practice, das kann ich machen, das wird auch in 10 Jahren oder in 20 Jahren noch so sein. Das ist es bei uns in unserer dynamischen Zeit einfach nicht mehr. So. Ich glaube, zudem möchte ich ganz so sagen, ich glaube, dass es super, super wichtig ist, dass wir wirklich mit Fakten arbeiten, weil wie viele Mythen ich oft in meiner Arbeit begegne und von denen, was Menschen mal gelernt haben. Wir haben es auch schon im Chat jetzt öfters gesagt, was schon widerlegt ist. Und natürlich, wenn wir glauben, etwas zu wissen, dann treffen wir natürlich auch die falschen Entscheidungen. Das heißt, es wirklich zu gucken, was ist der Stand der Forschung? Ich glaube, der Stefan hat es vorher gesagt, was im Moment ist so viel da und Wissen überschlägt sich. Das heißt nicht, dass wir die Studie, die jetzt aktuell ist, auch noch in 3 Monaten gilt, aber sie ist wahrscheinlich mehr gültig, wie das, was vor 5 Jahren war. Und gerade das habe ich schon in der Uni gelernt, oder ich komme gerade aus der Uni, ja, sozusagen die Arroganz der Youngsters, wie ich es nenne, die nicht weniger gut oder weniger schlimm ist wie die Arroganz des erfahrenen Seniors. Ich mache das schon seit 20 Jahren, ich weiß schon, was gut ist. Wirklich nach den Zahlen gucken. Und wir werden wahrscheinlich nicht zu den gesellschaftlichen Themen kommen, aber die Slides werdet ihr gerne haben können. Es gibt so viel interessante Studien, die auf Gesellschaftsebene, auf UN, UNESCO, was auch immer Ebene sind, was da alles drin ist, an eigentlich Handlungsaufforderungen für uns alle, ist super spannend und solche Sachen zu ignorieren durch sozusagen sein eigenes Wissen, wie bei mir zum Beispiel mal Schule war, ist einfach super gefährlich für alle. Und davon wegzukommen, trotzdem auf einen Handlungsimpuls zu kommen, ohne, also dass man sowohl die Zahlen und Fakten kennt, auf der anderen Seite die Emotionen von den Menschen berücksichtigt, dass man auch wirklich das gerne tut, diese Veränderung. Ja? Niemand mag verändert werden, jeder mag Veränderung. Dass man das berücksichtigt, das ist eine große Herausforderung.
ich möchte so ein bisschen Richtung, also die Katze war einfach wichtig, ja. Kein Vortrag ohne irgendwie eine Katze, kein Workshop. Wer hätte gedacht, dass der Impfstoff schneller da ist als funktionierender digitaler Fernunterricht? Das ist schon manchmal spannend, wie eine Gesellschaft sich auch an Teilen sehr langsam weiterentwickelt. Und ich möchte so ein bisschen in Richtung Gesamtgesellschaft einmal noch schauen. Also wenn man sich tatsächlich die Sustainable Development Goals anschaut von der UN, also wenn man da ein bisschen reinzoomt, dann haben wir hier relativ viele. Und gerade Nummer 4 ist spannend, eben Quality Education. Und da tut sich zum Glück relativ viel. Und das hat ja auch was mit Klimakrise und Ähnlichem, aber eben auch ganz viel Lernen von den Gesellschaften dadurch, dass man so viel Veränderungen hat und vieles erreichen will. Das wird nur durch Bildung funktionieren. Ja? Das ist wirklich die Überzeugung der UN, dass es ohne Bildung, ohne Weiterbildung einfach nicht geht. Und meine Hypothese ist halt, wenn wir jetzt mit Klimakrise und Co. auch nur annähernd zurechtkommen wollen, müssen wir das schneller und mehr tun als früher. Ob wir das schaffen, weil das Bildungssystem ist immer ein eher träges System verglichen mit anderen Systemen, ist nicht ganz klar. Trotzdem finde ich es halt gut, dass viele Organisationen in die Richtung argumentieren, auch mit Zahlen und Fakten. Und wir müssen das jetzt schauen, wie wir das in unserer Gesellschaft übertragen in Richtung etwas, was getragen werden kann von einer Gesellschaft, die eben nicht unbedingt nur durch Zahlen und Fakten motiviert wird. Hier so ein Beispiel, Embracing a Culture of Lifelong Learning von der UNESCO. Und die Aussage ist halt eben ganz klar, was wirklich relevant ist, ist die lernen können, entlernen können, neu lernen können. Das ist das, worauf es ankommt bei uns allen. Die Key Messages könnt ihr dann zum Schluss nochmal nachlesen, aber sind auch spannend. Die OECD, sehr spannend, The Future of Education and Skills 2030 und wie wichtig das ist. Also wenn man hier ein bisschen reinschaut, the first challenge von uns allen ist environmental. Ja? Climate change, depletion of natural resources require urgent action and adaption. Das ist Lernen. Und dann ökonomisch. Ich selber war einmal, hatte ich ja schon gesagt, im Silicon Valley und einmal in Shenzhen, also in China. Wir können auch in Europa einfach mal eben das Disneyland der Welt werden. Ja? Also für die Asiaten sind wir das zum Teil schon. Und ob das sozusagen unser Wohlstand auf Dauer so bleibt, Survival ist optional von vielen Organisationen und gerade, was weiß ich, Maschinenbau oder so, steht vor vielen, vielen Herausforderungen, wenn nicht Geschäftsmodelle sich radikal Richtung auch Digitalität ändern. Ja, und das Ganze eben auch noch Richtung Sozial. Was sich da alles tut. Dann dieser OECD-Lernkompass ist auch sehr schön, auch auf Deutsch übersetzt. Kann man sich sehr schön anschauen. Finde ich sehr spannend. Und hier aus einem Vortrag von dem Andreas Schleicher, das ist der von der OECD, der Experte für Bildung, der auch in diesen Studien zum Teil massiv mitarbeitet. Die Frage ist halt, ob wir unser Weiterbildungssystem schnell genug weiterkriegen, weil die Wirklichkeit ist halt extrem schnell und das Bildungssystem typischerweise eher etwas langsamer. Und dann müssen wir so ein bisschen wissen, für was wollen wir denn haben? Ja, und wie wollen wir arbeiten? Und was erwarten wir? Und wenn man das sich so ein bisschen anschaut, dann bin ich schon sehr stark auf der rechten Seite. Das, was ich aber sehe in der Praxis bei meinen Kindern oder auch bei vielen Politikern, dann haben die das noch nicht verstanden, in welcher Geschwindigkeit sich die Welt verändert hat und wie viel Adaption eigentlich notwendig ist und niemand übernimmt die Verantwortung dafür. Das ist etwas, was mich total auf die Palme bringt, dass das einfach so weiter so gemacht wird und nicht einfach mehr systemische Veränderungen eingefordert wird von oder zumindest nicht genügend ausgesprochen wird, dass es notwendig ist. Um es mal zu ein paar Zahlen noch zu sehen, wer in Bildung investiert? China. China investiert mehr als alle anderen zusammen in Bildung. Ja, das heißt also, die Gefahr, dass wir hier in Europa wirklich uns abhängen im Vergleich zu auch USA, die viel investieren. Das heißt nicht, dass die überall gut sind. Ja? Die Super-Unis sind gut, aber die normale Bildung ist in den USA auch noch nicht besonders gut. Die haben aber dafür mehr Spitzenkräfte. Das ist schon etwas, was uns zu denken geben sollte. Auf der einen Seite ist es natürlich auch eine tolle Chance für viele Leute, vielleicht in dem Umfeld was zu tun. Auf der anderen Seite
wir können auch ganz schön schnell abgehängt werden. Und wir können dann mit unserem tollen Datenschutz alles aushebeln und sagen, wir haben Angst davor, dass wir KI-gestütztes Lernen und so machen oder dass ein Lehrer mal irgendwelche Auswertungen von, wie man auf Plattformen unterwegs ist, kriegt. Ja, Survival ist auch hier aus meiner Sicht so ein bisschen optional. Wenn wir eben nicht gut bleiben, relativ gesehen zum Rest der Welt, dann wird auch unser Wirtschaftssystem auf Dauer massiv drunter leiden und damit die ganzen sozialen Vorteile, die wir in Deutschland haben, sind wirklich gefährdet. Also China darf man hier sehr ernst nehmen und die Plattformen, die dort entstehen, sind sehr, sehr, sehr weit. Die EU bietet auch was, ein gewisses Framework, wo eben, wie wir mit Digitalisierung umgehen, kann man, also was gut wäre, ist, wenn sich viel mehr Leute selber benchmarken können, Richtung, was ist eigentlich Stand, wo man sein müsste und wo sind sie, dass man eben das nicht nur anekdotisch tatsächlich sehen kann, sondern dass es wirklich Tests gibt, wo man sich selber einschätzen kann und auch konkreter werden kann, was brauche ich denn und ganz konkrete Hinweise bekäme, was denn für mich gut wäre. Und das auf einer größeren Plattform in Europa, nicht nur auf Deutschland bezogen. Das wäre so einer der Wünsche, die ich eigentlich an die Gesellschaft hätte, dass in die Richtung was passieren kann. Und die sind tatsächlich auch wirklich gut. Also es lohnt sich, das durchzulesen. Ja. Es ist sehr fundiert gemacht. Absolut. Ja. Also es ist jetzt nicht so oberflächlich oder altbacken oder sowas, sondern es ist harte Kost. Die Ergebnisse machen auch einem manchmal Angst. Ja. Und noch, also wenn man das jetzt sozusagen auf Feedback-Schleifen-Ebene reflektiert, also die lernende Gesellschaft, also Zahlen und Fakten erhöhen vielleicht das Bewusstsein, aber die wesentlichen Änderungen, die müssen mehr Menschen mitnehmen und das muss auch in die Politik sozusagen getragen werden, dass wirklich gewisse Systeme sich verändern können und müssen. Wer sich gute Beispiele anschauen will, ist Finnland oder auch zum Beispiel das Curriculum für Schulen aus Neuseeland. Das ist sehr gut lesbar, das ist sehr übersichtlich. Das Gesamtcurriculum sind in Summe irgendwie 20 Seiten und es gibt hier sehr viel mehr Individualfreiheit für zum Beispiel Schulen als hier in Deutschland. Und wenn man sozusagen auch die ganzen Studien und die ganzen Vorträge, wo ich mich jetzt in letzter Zeit mit beschäftigt habe, anschaue, ich habe nicht das Gefühl, Deutschland hat ein Wissensproblem, ganz im Gegenteil. Wir haben einen Umsetzungsstau und einen politischen, ich will nicht entscheiden, Problem. Gerhard, hast du die Slides noch mit diesen zwei Folien? Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Kommen noch. Oder? Also Mut zur Veränderung und einfach mal tun, das wäre das, was ich mir wünsche. Das hier ist eine ganz bittere Folie, die ist jetzt auch von der OECD. Die 15-Jährigen in Deutschland sind von den OECD-Ländern, die hier untersucht wurden, beziehungsweise von den Ländern, die die OECD untersucht hat, auf dem letzten Platz, ob die Jugendlichen glauben, dass sie was verändern können in der Welt. Und das ist natürlich schon bitter, wenn man so überhaupt kein Selbstwirksamkeitsgefühl hat im Vergleich zu anderen. Und wenn man sich das anschaut, was in China passiert oder selbst in Portugal, ja, da glauben Leute, dass sie was bewegen können. Und dass wir das nicht mehr hinkriegen in der Gesellschaft, das tut mir echt weh. Und da sieht man China, ganz unten. Ganz unten, genau. Ganz unten. Und ihr könnt euch vorstellen, ja, wenn 80% der Jugend der Meinung ist, sie können diese Welt verändern, welche Kraft da drin steckt, während hier das noch nicht mal die Hälfte glaubt. Und wir wissen ja, über 40%, ja. Glauben versetzt Berge, da müssen wir was tun. Und ich glaube, wir müssen auch in den Firmen anfangen. Ja? Ihr könnt vielleicht, wenn ihr Kinder habt, denkt da dran. Also ich halte das für ganz, ganz wichtig. Also es ist auch so ein ganz tiefes, leidenschaftliches Anliegen von mir, dass wir möglichst früh anfangen und in den Firmen immer wieder darauf hinweisen, wo wir in Deutschland stehen. Wir glauben noch, Factfulness, wir glauben noch, wir sind irgendwie vom Bruttoinlandsprodukt beziehungsweise vom BIP noch sehr stark, aber wir werden es nicht länger sein. Ja. Mal so ein kurzes Sorry. Ja, also das fängt auch an, dass es bei mir super emotional ist, weil ich meine auch hier, der Index of Readiness for Digital Lifelong Learning, was hier eigentlich unser Thema ist, da sind wir in Europa auf Platz 27 von 27. Das muss man sich mal geben. Ja? Und das ist schon wirklich, wirklich bitter. Und das ist irgendwie nicht irgendwie eine schlechte Studie oder sonst was, sondern das ist wirklich datengetrieben, viel analysiert und da steckt viel drin. Also Germany at the forefront of industrial innovation for decades is struggling to adapt to the digital age. Cracking
broadband, government bureaucracy and resistance to change share the blame. Ja, das ist wirklich bitter. Noch eine andere, also da steht auch nochmal explizit, warum Deutschland so schlecht ist. Noch eine andere Studie hier, Digitalisierung in Deutschland, Lehren aus der Corona-Krise vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, ist sehr deutlich. Verschiedene Formen von Organisationsversagen. Gerade die Entwicklung in Schulen und der öffentlichen Verwaltung in Deutschland hat gezeigt, dass der nachhaltige Einsatz digitaler, datenbasierter Prozesse und Verfahren ein Neudenken der bisherigen Abläufe und neue Führungsansätze erfordert. Etablierte Gesetze und Organisationsweisen müssen auf ihre Eignung in einer digitalen Welt hin überprüft und reformiert werden. Und das passiert gefühlt jetzt sowieso nicht, weil jetzt erstmal Bundestagswahlkampf ist und keiner sich mehr traut, irgendeine Entscheidung zu treffen. Aber wie bitter ist das? Ja, man hatte schwarz auf weiß Organisationsversagen in Deutschland im großen Stil. Ja, Gesellschaft. Jetzt zum Abschluss, es ist ja auch schon 18 Uhr. Was kann ich, was kann jeder von euch jetzt ganz konkret tun? Also sich informieren und ein gutes Beispiel für Lernen und Veränderung sein. Das hatten wir ja schon versucht, so ein bisschen zu teasern. Auf sozialen Medien auch aktiv werden. Veränderungen wirklich einfordern, zum Beispiel für Schulen. Solche Vorschläge wie Friday finde ich ziemlich cool. Also Projekte machen in Schulen und eben nicht nur frontales Beschallen. Leserbriefe, E-Mails, Politiker anschreiben, Petitionen unterstützen oder entwickeln. Veränderungen unterstützen. Tatsächlich sind Eltern für Veränderungen an Schulen mit auch ein Hauptproblem. Solche Hackathons wie wir für Schule zum Beispiel mal vielleicht mitmachen, bei entsprechenden Veranstaltungen generell mitmachen oder selbst welche organisieren und natürlich sich sehr genau die Wahlprogramme auch der Politik anschauen und die Kreuzchen am richtigen Fleck machen. Nur dann kann sich da in einer akzeptablen Geschwindigkeit vermutlich die Gesellschaft weiterentwickeln. Gut, Zusammenfassung. Ich glaube, das ist ungefähr meine letzte Slide. Das systematische Nachdenken, die Lernen auch. Ja. Moment. Also wenn du gerade Hackathon und Gesellschaft zusammenbringst, Deutschland hat tatsächlich auch einen Hackathon. Update Deutschland heißt es. Ich bin da Mitglied. Ja. Sehr gut. Es ist tatsächlich so, die organisieren sich über Slack. Das heißt, dass es wochenweise Wochenendprojekte gibt, wo tatsächlich wirklich smarte Leute aus allen möglichen Disziplinen, vom Studenten bis zum couragierten Senior, tatsächlich alles mit dabei ist. Und es gibt sie, diese Initiativen. Ne? Also man muss suchen, das gebe ich zu. Aber es ist nicht so, dass man sich hinsetzen kann und sagen, naja, wenn die anderen machen würden, soll sie machen. Ich schicke euch den Link rein, ihr könnt es euch entscheiden, weil ich glaube, es zeigt auch, es ist möglich, wenn man will. Also die Fragen, die der Gerhard gefragt hat, was kann ich selbst tun, was könnt ihr in euren Teams tun, wie könnt ihr eure Kollegen, Freunden, Eltern, Kinder animieren, auch wirklich darüber nachzudenken, was man selbst tun kann, weil ich glaube, es ist eine Eigenverantwortung, jeder hat sie. Danke. Ja. Also systematische und systemische Nachdenken, wie Lernen auf individueller Team- und Organisationsebene unterstützt werden kann, ist und wird immer wichtiger. Und insbesondere positiv wirken Feedback-Prozesse, die Lust auf mehr Lernen machen. Ja, also da muss man auch aufpassen, dass man Win-Win-Situationen erzeugt. Und jeder von uns hat Mitverantwortung für sein eigenes Glück und sich selbst mehr Zukunftsperspektiven und beziehungsweise Optionen zu erarbeiten und damit auch natürlich für die gesamte Gesellschaft. Und meine Annahme ist, wenn wir alle mehr und schneller verlernen als früher, haben wir vielleicht noch eine Chance, den großen Herausforderungen der Welt gut zu begegnen. Ich glaube, eine andere Chance haben wir nicht. Und bitte fangt alle, wenn es nicht eh schon tut, wahrscheinlich sind die Anwesenden mal wieder die sowieso mit hier schon ganz gut dabei sind, aber versucht das auch ein bisschen einfach mehr in die Welt zu tragen, in eurer Umgebung. Es gibt jede Menge Bücher. Ich habe jetzt hier mal eins aus der agilen Welt genommen, Fearless Change oder das Lean Change Management. Das sind beide sehr zu empfehlen. Und natürlich gibt es auch ganz viele Richtungen Klima, Katastrophe, Notstand, alle auch gut lesbar und auch mit viel Sense of Urgency. Und damit, 18.03 Uhr, sind wir auch tatsächlich zeitlich halbwegs noch hingekommen. Never stop learning, because life never stops teaching. Ne? Also so ist halt die Welt. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss jetzt dabei geblieben seid. Und danke, dass ich die Chance hatte, euch hier ein wenig hoffentlich zu inspirieren. Ich lasse dich noch nicht so schnell raus, Gerhard.
Zumindest 18 Uhr. Ja. Ich versuche immer, Timeboxing halbwegs einzuhalten. Das ist mir ziemlich tief ins Blut eingeimpft worden, zu Recht. Aber das heißt, also ich habe viel Zeit. Also wir können gerne noch lange, lange, lange weiterreden, nur dann eben nicht mit der Erwartungshaltung, dass jeder dabei sein muss, sondern dass dann jeder sich auch frei fühlt, alles mitbekommen zu haben, was zumindest in der Präsentation drin war. Und die Präsentationen schickst du wahrscheinlich dann an die Teilnehmer oder verlinkst du. Die werde ich dann als PDF zur Verfügung stellen. Super. Also erstmal ganz, ganz, ganz lieben Dank. Ich glaube, wir haben jetzt wahnsinnig viel Input bekommen, viele Zahlen, sehr viel Substanz. Aber tatsächlich würde ich jetzt nochmal das Forum aufmachen und dein Angebot annehmen, Gerhard, und Fragen nochmal beantworten, die vielleicht nochmal da sind. Weil ich glaube, da ist doch noch viel Substanz drin, die wir vielleicht nochmal auch in die Tiefe gehen können, wenn ihr Lust habt. Ich weiß, also es war eine absolute Punktlandung von Gerhard, super. Und trotzdem, wer fragen möchte und wer noch bleiben möchte, ist herzlich eingeladen. An alle die, die jetzt gehen wollen und müssen, vielen Dank, dass ihr da wart. Und das nächste Mal wird es wieder interaktiver, aber ich glaube, es war es jetzt absolut wert, einfach mal zuzuhören. Dankeschön. Feuer frei. Ich habe in der Tat gerade gar nicht so viele Fragen, ja? Weil für mich das alles sehr plausibel war, was du erzählt hast, Gerhard. Ja? Zum großen Teil natürlich auch nicht unbekannt. Ja? Aber es war eine gute Strukturierung für mich, ein guter Anstoß für das, was ich gerade beruflich auch vorhabe. Also ich will mal sagen, guter Call to Action heute. Das ist jetzt mal so mein Zwischenfeedback. Ich bleibe trotzdem jetzt erstmal in der Runde. Vielleicht kommen ja noch Fragen. Mhm. Einerseits. Danke. Also wir freuen uns natürlich auch, wenn wir uns auf den LinkedIn-Profilen oder so auch ein Feedback gibt, eine Recommendation schreibt oder einfach tatsächlich dann auch die Meetups vielleicht nochmal an andere einlädt oder so oder natürlich das nächste Mal wieder mit dabei seid. Ja? Die Meetups bzw. Workshops, die leben ja davon, dass ihr dabei seid. Jetzt halbe Stunde drüber. Ich denke, da haben wir jetzt durchaus noch ein paar interessante Impulse gehabt. Und ja, danke, dass ihr Irina und mir so viel Zeit gegeben habt. Danke für die Inspiration. Ganz, ganz lieben Dank. Wir sehen uns bestimmt irgendwo irgendwann mal wieder. Alle, da bin ich ganz sicher.